Herzlich willkommen zum konfliktfreien Panel der SIGINT in diesem Jahr. Irgendwas pfeift hier, haben wir eine Rückkopplung? Okay. Ist ein Handy, achso, meins war es nicht. Matthias hat ja gerade schon gesagt, wir hatten die Hoffnung, dass hier auch die dunkle Seite der Macht sich zeigen würde. Die zeigt sich nicht, sodass wir vergleichsweise konfliktfrei unterwegs sein werden. Zwei Stunden sind veranschlagt, mal gucken, ob wir die zwei Stunden brauchen. Falls nicht, können wir uns ja noch sputen, ein Bierchen holen und zu Udo Vetter rübergehen, der ja, glaube ich, auch einen ganz interessanten Vortrag hält. Ich begrüße kurz unsere Gäste zu meiner Rechten. Christoph Brüning, der ist Mitglied im FÖBUT, ist Lehrer für Deutsch und Philosophie und hat seine Staatsarbeiten über Computerspiele geschrieben, wird sicherlich auch zum Thema Medienkompetenz in Schulen was sagen können. Zu meiner linken Außen ist Malte Spitz von den Grünen. Hallo Malte. Und zu meiner linken Innen ist Frank Pinter, Vorstand im Deutschen, sagt man eigentlich E-Sportbund oder E-Sport? E-Sport, darf ich sagen. Im Vorstand im Deutschen E-Sport-Bund. Und jetzt habe ich den Clan nicht aufgeschrieben, zu dem du gehörst. Bitte? Faculty und zum Faculty-Clan. Deinen Beruf lassen wir draußen. Okay, beruflich, nur falls ihr euch wundert, dass ihr ihn schon mal irgendwo gesehen oder gehört habt, sein Beruf ist Polizist. Ich hoffe, ihr habt alle die Handys aus. Sein Beruf ist Polizist, aber er ist nicht in seiner Eigenschaft als Polizist hier. Kommt halt manchmal vor, dass Polizisten auch Computerspiele spielen. Genau wie Lehrer. Der Einzige, der tatsächlich überhaupt keinen Sachverstand mitgebracht hat, weil er nicht spielt, das bin ich. Das heißt, wenn ihr die eine oder andere kluge Frage habt, die ihr da sitzt, scheut euch nicht, die Hand zu heben und die Frage zu stellen. Genau, der Matthias hat ein Mikrofon dabei, der kommt dann auch zu euch, dass alle euch hören können, weil natürlich bei 250 Leuten, da bleibt sich aus, dass ein bisschen Unruhe ist. Ihr habt euch umgedreht, ihr seid drauf reingefallen. fangen wir doch einfach mal an und womit fangen wir an? Ihr erzählt mal, was ihr so macht. Ich fange mit Christoph an. Christoph, worüber ging deine Staatsarbeit, die du geschrieben hast? Nimm dies. Ja, meine Staatsarbeit, also als Referendar schreibt man es zumindest in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, wo das in anderen Bundesländern oder wie das da geregelt ist. Ich werde das fressen. Schreibt man zwei, und zwar eine noch im Studium, dann eine im Referendariat. Und normalerweise dürfen die sich nicht auf ein Thema beziehen, aber ich habe da mal so eine Ausnahme für mich gemacht und habe die erste über die Computerspieladaption zu Jugendbuchserien gemacht. Da habe ich mir TKKG, drei Fragezeichen, Harry Potter und diverse angesehen und an den Harry Potter Spielen habe ich mich dann so ein bisschen aufgehangen und habe die dann versucht noch in die Schule reinzubringen und habe jetzt meine zweite Arbeit darüber geschrieben, wie man diese Spiele im Deutschunterricht verankern kann. Und zwar nicht, wie man die da spielen kann, sondern wie man die irgendwie in, das nennt sich Fachdidaktik, verorten kann. Also Fachdidaktik ist ganz grob, Didaktik heißt übersetzt so die Kunst des Lehrens und Fachdidaktik heißt dann so die Kunst des Deutschunterrichtens, so nach dem Motto. Und ich habe mir überlegt, wenn man Computerspiele, was ich finde, in die Schule reinbringen sollte, weil sie einfach Alltagsgegenstand der Schüler sind, dann muss man das so machen, dass auch alte Kollegen glaubhaft oder dass alte Kollegen mir glauben, dass man das machen muss. Und dann kann man das nicht machen mit, weil es ist gerade aktuell und es ist spannend und ich mache das gerne, sondern dann muss man das irgendwie so machen, weil es ein wichtiger Bestandteil von Deutschunterricht ist. Und das habe ich halt versucht zu machen. Hat es funktioniert? Ja, also aus meiner Sicht schon. Ich habe das aber noch niemand vorgestellt, der älter als 40 ist. Und daran wird sich das noch irgendwie mal orientieren, ob sich das dann bewahrheitet oder nicht. Ist hier irgendjemand älter als 40? Und Deutschlehrer. Nicht. Gut, ist irgendjemand vom Innenministerium hier? Familienministerium? Von der Union? CDU-Wähler? Hätte ja klappen können. Weiß ich nicht, ne? Schade. Ich gebe mal das Mikrofon weiter. Was macht der Deutsche E-Sport-Bund? Das klingt so wie Handball 2.0 gerade. Also habt ihr euch zu funktionieren zusammengetan, um was macht ihr? Vereinsmeierei? Nimm dies. Funktioniert es denn? Ja. Ja, was macht der Deutsche E-Sport-Bund? Der Deutsche E-Sport-Bund ist letztlich ein Zusammenschluss, der entstanden ist nach dem, ich sag mal, Amoklauf in Erfurt, als die Medien über Computerspiele einfach
hergefallen sind, ohne irgendeine Kompetenz dabei zu haben, wo wir uns überlegt haben, wie kann man hier ein gemeinsames Sprachrohr aus dem E-Sport heraus, und wir reden ja jetzt von ca. 1,5 Millionen deutschen E-Sportlern, also durchaus eine große Menge mit 40.000 Clans, also mit ungefähr so groß wie der Deutsche Tennisbund, und haben uns überlegt, wie kann man da ein gemeinsames Sprachrohr entwickeln, um den Medien bei solchen Anlässen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, um genau die Diskussion, die ja bei solchen schrecklichen Ereignissen eigentlich immer wieder aufkommt, in sachliche Bahnen zu lenken. Auch da mal die Frage, wie bei Christoph Reif, funktioniert das? Also weil ich gehöre zu den Medien und ich habe noch nie gehört, dass ein Kollege aus der Redaktion gesagt hat, hey, lass mir doch mal beim Deutschen E-Sport-Bund anrufen, die können uns das erklären. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja noch eine zweite Funktion, da hast du ja eben noch meinen Clan erwähnt, als erster Vorsitzender von den Faculty, der hier in Köln sitzt und auch letztes Jahr im August das erste Vereinsheim eröffnet hat für E-Sportler, also da, wo man diese Anonymität Internet, diese Vereinsamung Kinderzimmer aufhebt und die Leute dann letztlich ja in so Gruppen integriert, die sich auch selbst kontrollieren können. Das haben wir gemacht letztes Jahr und haben damit natürlich ein riesen Medienecho irgendwo auch erwirken können, sodass eigentlich immer dann, wenn dieser Bereich E-Sport in den Medien erscheinen soll, weniger der E-Sport-Bund im Fokus steht als die ESL mit Turtle Entertainment, also sprich die größte Liga, wo der Ibrahim Mazaria jetzt auch auf dem Plan steht als Pressesprecher, oder halt wir von N-Faculty, dann meistens in meiner Person. Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel letztens ja auch die große Diskussionsrunde bei Maybrit Illner im Fernsehen, da war dann ein Kollege von mir aus meinem Clan, der dann letztlich da Rede und Antwort gestanden hat, weil da war halt ein Innenminister und mit dem kann ich mich nicht streiten. Ah ja, du bist ja, stimmt, Dienstherr. Und weiter die Frage, was machen die Grünen? Also haben die Grünen eine Haltung zu E-Sport entwickelt, zu Games entwickelt? Ja, das ist eine Diskussion, die letztendlich in den letzten 2-3 Jahren, glaube ich, auf einer gewissen fachlichen Ebene entstanden ist. Also wie es ja auch quasi schon gerade angeklungen ist, die Diskussion hat ja vor 7-8 Jahren angefangen nach den Amokläufen. Und da gab es natürlich auch gerade im politischen Raum gewisse Historien, würde ich es jetzt mal nennen. Und zu Beginn war es so quasi so, viele Politiker konnten damit nichts anfangen. Auch bei uns Grünen war das für viele Abgeordnete, Fachabgeordnete irgendwie was Komisches, was man nicht irgendwie selber wahrnehmen konnte. Und jetzt in den letzten 2-3 Jahren hat sich dann nach und nach wirklich auch eine sachliche Diskussion darüber entwickelt, halt auch zu schauen, was sind eigentlich Computerspiele aus einem politischen Blickwinkel. Und da ist jetzt nicht nur quasi die ganze Frage Jugendfreigabe, sondern das ist dann quasi auch die Frage Computerspiele als Kulturgut, was ja auch jetzt mal ein spannender Punkt ist, weil es ja letztendlich auch eine gesellschaftliche Verankerung bedeutet. Dann ist quasi die ganze Diskussion Computerspiele Wirtschaft, also als Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Es gibt ja schon einige Entwicklerstudios hier in Deutschland, kleinere, aber auch mittlerweile einige, die sich auch quasi auf der internationalen Ebene ein bisschen rumschlagen. Und das war letztendlich so die Diskussion, auch die bei uns Grünen, aber letztendlich dann auch im Deutschen Bundestag diskutiert wurde und wo dann ja zum Beispiel rausgekommen ist, dass jetzt vor einem guten Monat zum ersten Mal der wunderbare Deutsche Computerspielepreis vergeben wurde, was letztendlich ein Antrag war, den sogar unsere grüne Fraktion mal 2006 eingereicht hatte. Also wo man schaut, wo ich selbst da jetzt mal die Bundesregierung dem Thema langsam nähert und ein bisschen rauskommt aus dieser völlig einseitigen Diskussion, verbieten, furchtbar, unsere Jugend geht zu Grunde, sondern man halt auch ein bisschen sieht, was stehen da für Möglichkeiten drin. Und wie es ja auch Christian gerade schon meinte, zum Beispiel im Unterricht ist super viel drin. Wir hatten im letzten Jahr eine intensive Diskussion über die ganze Frage Serious Gaming für wissenschaftliche Themen und. Also quasi, es beginnt, glaube ich, gerade erst so ein Prozess in der Gesellschaft, in verschiedenen Fachbereichen, aber auch dann Politik, wo kann man eigentlich Spiele nutzen und welche Rolle sollen sie eigentlich kriegen? Weil es ist ja nicht mehr nur der 15- bis 18-Jährige,
Computerspiel, sondern Computerspiel ist ja quasi gesamtgesellschaftlich angekommen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der relativ wichtig ist, dass man halt nicht mehr nur diese kleine Gruppe hat, sondern wirklich es da um eine gesamtgesellschaftliche Diskussion letztendlich geht. Der Wie sei Dank, sagt Frank gerade. Tatsächlich ist die Wie dafür verantwortlich, dass meine Eltern, was sie nicht tun, aber theoretisch, dass meine Eltern auch Computerspiele spielen? Lässt sich das messen? Es gibt schon den Trend, als die Wii, war ungefähr vor 2 Jahren ungefähr, als sie rauskam, gibt schon Forschungen, die sagen, dass die Wii diesen Bruch gebracht hat, Vater spielt mit Sohn, so ungefähr. Ja. Also klingt nach einer schönen Marketingformel vielleicht, aber das glaube ich nochmal quasi für eine breitere Zielgruppe attraktiv wurde, zu bowlen, seine Wii Fit jetzt zu nutzen und so weiter, auch wenn es letztendlich trotzdem primär von der klassischen Spielerzielgruppe angegangen wurde, aber es ist jetzt nicht mehr schlimm, im Wohnzimmer eine Wii zu stehen zu haben, und wenn dann irgendwie der Strickclub vorbeikommt oder der Schulverein, räumt man sie nicht mehr weg. Also aus dem Grund ist, glaube ich, da ist so, glaube ich, nochmal, sag ich jetzt mal, in der gesellschaftlichen Akzeptanz, glaube ich, so ein Bruch reingekommen. Macht der Umstand, dass in theoretisch jedem Wohnzimmer so ein Gerät stehen würde, macht es das automatisch zum gesellschaftlich relevanten Thema? Weil wir gehen immer davon aus, dass Computerspiele eine ungeheure gesellschaftliche Relevanz haben. Ich dachte, ich mach mal Konflikt. Wo kommt die überhaupt her, die Relevanz? Also für mich hat es keine. Nee, ich bin... Ich kann auch einfach laut sprechen. Wenn ihr euch alle hier vorne hinsetzen würdet, können wir die Ja, wir brauchen ja noch für die Videoaufzeichnung. Also wir würden dann die Mikros nach hier stellen und euch einfach alle anbrüllen. Also können wir auch... Sollen wir gerade Gelegenheit gehen nach vorne? Nee, oder das machen wir eben nach Seiten einfach. Ja, genau. Richtig, zu Udo Vetter rüber. Jetzt bin ich völlig rausgekommen. Worum ging es? Computerspiele Relevanz. Die Relevanz von Computerspielen. Die ist allein deshalb da. Da gibt es einen sehr treffenden Satz von einem Forscher am MIT, Jesper Juhl, das ist ein Norweger, der hat gesagt, the affinity between computers and games is one of the ironies of human history. Also der unmittelbare Zusammenhang zwischen Computern und Spielen ist eine der Ironien der menschlichen Geschichte. Und was haben die am MIT gemacht, als sie 1950 die ersten Computer entwickelt haben? Die haben nach 2 Wochen da das erste Spiel drauf installiert. Auf jedem Computer, der irgendwo auf dieser Welt gebaut wurde, wurde von den Entwicklern unmittelbar ein Spiel drauf programmiert. Das ist irgendwie... ist ein universales Gerät, wie der Computer das ist, dazu geeignet, jede Art von Spiel irgendwie auf ihm abzubilden. Und allein deshalb hat es eine Relevanz, weil wenn du dir die Büros anguckst, jetzt gehen wir mal ganz platt, so, ne, dann spielen die da Solitär drauf oder sonst irgendwas, aber Spiele sind unmittelbar und immer mit Computern verknüpft. Und da unsere Welt durchdrungen ist von Computern, haben die Spiele eine Relevanz. Und wenn du es immer noch nicht glaubst, guck dir die Kinderzimmer an. Ich habe keine Kinder. Naja, guck dir dein Kinderzimmer an. Was stand da rum? Amiga, C64? Amiga, also C64. Also. Ich habe Kinder, aber ich habe auch eine Mutter. Meine Mutter wollte unbedingt einen Computer haben und ins Internet. Da habe ich ihr so einen Teil dahingestellt, das alles eingerichtet, alles wunderbar. Und ihr kennt das Gefühl, wenn einer mit der Maus da überhaupt nichts trifft, wenn er so kribbelt überall. Habe ich ihr ein Kartenspiel installiert. Die kann das besser als ich heute. Ja? Einfach zum Üben. Man lernt beim Spielen. Ja, und deswegen, ich denke, die viele der Vorurteile, die Leute vor Computern haben, die jetzt einfach mit der Technik nicht aufgewachsen sind, die einfach die Technikaffinität auch nicht haben, die mittlerweile in der Gesellschaft ja einfach drin ist und die Technologien, mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen, sind ja da, dass man die Leute einfach damit erreichen kann, wenn man spielt. Und deswegen ist gerade auch die Wii so beliebt, weil mit so einem Game-Controller würde ich meine Mutter nie in irgendeiner Art und Weise an ein Spiel ranbekommen, aber mit so einem Controller, wo ich hier so bowlen kann. Fantastisch, das funktioniert. Und noch dazu, weil das Casual Games sind. Es sind ja dann nicht mehr die Spiele, wo man sich jetzt reinarbeiten muss. Also wenn ich mir denke, so StarCraft oder sowas, so ein Strategiespiel, wo man sich dann unbedingt reinfuchsen muss, 3 verschiedene Rassen, die man spielen kann mit zigtausend verschiedenen Einheiten. Das ist so unglaublich komplex. Da kann man auch irgendwie Siedler versuchen, auswendig zu lernen hinzu. Aber bowlen mit so einem Ding in der Hand, so jupp, das kann mal gerade jeder, und dann bildet es sich noch auf irgendeinem Fernseher ab, das sowieso in jedem Haushalt da ist, dann ist das Spiel plötzlich automatisch Bestandteil auch des Hauses. Ist auch ein Problem, dass der E-Sport generell hat, weil die Disziplinen, die im E-Sport gespielt werden, sind für einen Außenstehenden erstmal so nicht zu verstehen. Ich sehe das ja selbst bei uns. Ich meine, wir
ich mache jetzt seit über 10 Jahren, habe ich meinen Clan. Wir sind 5 im Vorstand, die alle seit Beginn immer dabei sind. Und wenn wir auf einem Intel Friday Night Game oder sowas unsere Counter-Strike-Jungs dort spielen und zwischen den beiden Counter-Strike-Matches dann letztlich ein Warcraft 3-Spiel läuft, dann verstehe ich, was da passiert, weil ich selbst gespielt habe. Meine anderen, die aber genauso eine Computer- und Spieleaffinität haben wie ich, die gehen raus. Die verstehen es einfach nicht. Ja, deswegen hat der E-Sport ein großes Problem, das auch zu transportieren, auch über klassische Medien. Es sind ja Versuche gelaufen mit Giga, es ist Versuch gelaufen mit DSF, mit einer Fußballliga, da hat man gesagt, okay, wir müssen irgendwas nehmen, was die Leute kennen. Wenn dann Ronaldinho da als Pixelgrafik rumläuft, dann versteht der Familienvater das, wenn der ein Tor schießt. Ja, aber wenn er dann auf das 2 im Kistengang steht, das wird er nicht verstehen. Ja, das ist das Problem, was wir als E-Sportler haben. Hat aber offensichtlich auch nicht funktioniert, oder? Also nein, die Konzepte sind natürlich hinten runtergegangen, weil die Zahlen einfach nicht so groß sind. Die Leute, muss ja einfach sehen, der Computer hat ja, also ne, das Spiel am Computer hat ja nachweislich das Medium Fernsehen bei den Jugendlichen als Nummer 1 Medium verdrängt. Ja. So, das heißt, wo sitzen die? Die sitzen eher am Computer und spielen selber, sind selber dabei, anstatt sich irgendetwas anzugucken. Natürlich gibt es immer noch Formate, die auch sehr gut laufen, wo die Leute sich dann letztlich die Inhalte angucken, statt mitzumachen. Aber deswegen ist zum Beispiel auch Giga gescheitert, weil man letztlich jetzt hingegangen ist und mehr ja, über den Computer streamt, also sprich IPTV macht. Die Zuschauerzahlen sind nach wie vor gut. Ja? Aber Giga einschalten machen die nicht. Nichtsdestotrotz bräuchten wir natürlich eine Möglichkeit, auch den Kollegen oder Christophs Kollegen über 40, ich denke mal, eure Kollegen über 40 reagieren da ähnlich. Ja, ich bin ja auch bald 40. Oder? Ja, ich auch, aber nichtsdestotrotz bräuchten wir irgendwie eine Möglichkeit, diesen Leuten das näher zu bringen. Habt ihr da irgendwas in Planung? Habt ihr irgendeine Idee, wie wir diesen Menschen klar machen, dass das was völlig Normales ist? Oder müssen wir sie einfach nur überrennen? Es gibt letztendlich in der Spieleforschung eigentlich den Ansatz, dass quasi jedes Spielekonzept über die letzten 300 Jahre letztendlich eine Implementationszeit brauchte von ungefähr 50 Jahren. Also quasi von Start breiter gesellschaftlich bekannt zu werden, bis zu einer Anerkennung und dann letztendlich einer kompletten Durchdringung letztendlich. Banalisierung. Also sprich ungefähr 2 Generationen, die damit konsequent aufgewachsen sind, vielleicht sogar 3 mittlerweile. Was letztendlich ja auch ein Punkt ist, wenn man jetzt mal sieht, vermutlich sind wir so gerade im Jahr 25 bis 30 vermutlich. Also es hat so angefangen, 80, 84, 85 quasi und dann den großen Bruch letztendlich Mitte der 90er Jahre, wo wirklich der Heim-PC ja wirklich durchgegangen ist, wo man dann bei Aldi für 1500 Mark quasi seinen Rechner holen konnte und dann letztendlich mit den Konsolen so einen Schritt weitergegangen ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, dass man, glaube ich, letztendlich halt auch noch 15 oder 20 Jahre vielleicht halt auch braucht, zumindest aus der historischen Betrachtung her gesehen. Und es gibt bei jedem Medium gibt es Leute, die es erstmal befremdet, die gewisse Ängste damit verbinden und. Und ich, klar, da kann man Aufklärungsarbeit leisten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz, gerade was den Unterricht angeht. Aber es ist letztendlich, was ich so fatal finde, ist immer primär zu sagen, okay, wir müssen es irgendwie im Unterricht den kleinen Kindern vermitteln. Ich will es eigentlich auch im Seniorenheim so ungefähr, beziehungsweise auch in der Volkshochschule der Generation 40 plus eigentlich vermitteln, worum es da überhaupt geht. Weil ich glaube, dass da einfach, also ich merke zumindest auch bei uns Grünen zum Teil, wir hatten jetzt die letzten 2 Wochen die wunderbare Diskussion mit den Grünen in Karlsruhe, die da die Veranstaltung kommende Woche irgendwie absagen wollten am liebsten. Da sind einfach zum Teil Ängste bei den Menschen, die man sich nie vorstellen könnte, weil sie einfach damit nichts zu tun haben. Also wirklich das, nichts. Wenn du sagst, worum es überhaupt geht, worum geht es überhaupt? Wenn du sagst, dass die Leute begreifen müssen, worum es überhaupt geht, worum geht es überhaupt? Haben wir das überhaupt, also gibt's überhaupt, hat das überhaupt schon mal irgendjemand wirklich eindeutig und unmissverständlich klar gemacht, worum es beim Spielen überhaupt geht, sodass wir das tatsächlich auch Menschen... Ups, Entschuldigung. Ich dachte, huch, ich werde leiser.
dass man tatsächlich mal sich überlegt, auf welche Weise man Menschen von, ja, über 40 klar macht, worum es beim Spielen geht. Gibt es da Versuche, gibt es da Ansätze? Leute spielen ja schon selber. Die Leute spielen doch schon, sei es nur an ihrem Windows-Rechner Solitär oder auf ihrem Handy irgendwelche mitgelieferten Sachen. Sie haben halt natürlich trotzdem so eine gewisse Panik davor, wenn sie hören, irgendwie Counter-Strike, da ballert man rum und ist spritzt Blut, oder World of Warcraft, da sitzen die Leute 10 Stunden am Tag vor und denken so, oh mein Gott, der gesellschaftliche Untergang naht. Und da, glaube ich, muss man einfach den Leuten deutlich machen, worum geht es eigentlich bei World of Warcraft? Ist das was völlig Bescheuertes, wo Leute irgendwie in ihrer Parallelwelt leben? Oder ist es letztendlich quasi Herr der Ringe lesen an quasi in einer Sommerferienperiode die ganzen 3 Reihen quasi durchlesen? Also das ist, glaube ich, eher so ein bisschen zu visualisieren letztendlich, obwohl es eigentlich ein visuelles Medium ist, was da eigentlich abgeht. Und das, also ich glaube, würde man eine Umfrage machen, wer hat schon mal Counter-Strike real auf dem Bildschirm gesehen, bei Leuten ab 35 plus, keine Ahnung, 5% vielleicht, so. Aber das ist, finde ich, ein bisschen das Problem. Und da hilft dann letztendlich auch selbst so Familienkonsolen wie eine Wii relativ wenig, weil es dann wiederum auch nochmal ein Unterschied ist, weil ich glaube mittlerweile schon die Leute trennen zwischen klassischen Computerspielen als Gesamtbegriff und halt dann bestimmten Spielkategorien oder halt Spielgenres. Also ich glaube, dass es da mittlerweile im Vergleich zu früher schon eine Unterscheidung halt für gibt. Aber ich weiß nicht, ob du weiß ganz etwas sagen. Ja, Volker, du hast eben gefragt, worum es geht bei Computerspielen. Und es geht ums Spielen. Es geht ums Spielen. Also wir müssen uns das so vorstellen, wenn ich mit meinen Kollegen über Computerspiele rede, dann wäre das so, als würde ich denen sagen, Leute, guck mal, hier ist ein Ball. Ja? Und dann sage ich, kann man mit spielen? Boah, was ist das? Ein Ball? Da kann man mit spielen? Wir haben nicht verstanden, was das Medium ist. Und genau da ist das Problem. Also wenn ich Malte gerade so reden höre, dann hat er mal gerade eben 3, 4 Genres, Computerspielgenre gerade einfach mal so, so nebenher beiläufig auch erwähnt, die Anwesenden wahrscheinlich verstanden haben, wo die Mehrheit meiner Kollegen gar nicht glauben würde, dass es diese Unterschiede gibt, weil die das nicht verstanden haben. Woran ja überhaupt auch alles krankt. Das Internet ist ja auch nicht verstanden, weil dieser ganze Computer einfach ein absolut universelles Gerät ist. Und deswegen kann man nicht von Computerspielen reden, das geht nicht. Man kann von irgendwie Adventure-Games reden, man kann von Sportspielen reden, man muss dann auch die verschiedenen Spielarten benennen. Killerspiele, Ego-Shooter. Wenn ich Leuten, also wenn ich meinen Kollegen also sage, spiel mit dem Ball, und du förderst gleichzeitig im Spiel die Bewegungsfähigkeit. Dann sagen die, oh ja gut, die können wir im Sportunterricht machen. Oder können wir sonst, die können wir auch in der Freizeit machen, muss ja nicht mehr Unterricht sein. Aber dann verstehen die das. Denn, weil man halt auch über Spiel lernt, dann hast du nicht gesehen. Wenn ich jetzt sage, Computerspielen, also machen wir Adventure Games im Bordschulunterricht oder weiß ich nicht, SimCity oder andere Wirtschaftssimulationen im Politikunterricht, dann verstehen die das deshalb nicht, weil die nicht verstanden haben, dass es jeweils eigene Spielmedien sind, dass es eigene Dinge sind. Und dass es da tatsächlich dann auch ums Spielen geht. Die sehen Computerspiele. Hast du aus deinem Berufsalltag schon irgendwie einen Kniff entwickelt, wie du es ihnen trotzdem klar machen kannst? Oder beißt du dir noch die Zähne aus? Ich beiß mir momentan relativ die Zähne aus. Also ich muss mal ein bisschen ausholen, so unterrichtsmäßig. Halt, Lehrer geht nicht anders. Im deutschen Unterricht bespricht man ja Romane. So, und wenn man Romane hat, dann gibt es so verschiedene Sachen. Inhalt, Personen, der Plot. Und irgendwann kommt man auf Raumanalyse. So Beschreibung von Orten. Und da steigen die meisten Schüler aus, weil die weder verstehen, warum das wichtig ist, noch wie das eigentlich funktioniert. Und das ist für die nicht wichtig. Und dann habe ich mir gedacht, warum nehmen wir nicht Computerspiele und Adventure-Games, weil die funktionieren nur über Orte. Ja? Einfaches Beispiel, der Spielauftrag lautet, in einem Raum, in dem du nicht kennst, benutzt du Dinge, wo du nicht weißt, wo du sie hintun sollst. Das würde ja kein Mensch spielen. Also geht es nur um den konkreten Raum. Wie ist der Raum gemacht? Was kann ich an dem Raum machen? Habe ich zwei meiner Ausbilder so erzählt, in der Vorbesprechung meiner Staatsarbeit, haben die gesagt, nee, das sehen die nicht. Also ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass es gewichtige Gründe gibt, momentane Defizite im Unterricht über Computerspiele auszugleichen. Nee, das sehen die nicht. Das ist überhaupt kein Grund, Computerspiele im Unterricht zu machen.
Habe ich überlegt, 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 ich wollte das ja machen. Sie gehören zur Lebenswelt der Schüler. Ja, das ist ein Grund. Ich sage, wenn Vergewaltigen zum Lebensalltag der Schüler gehören würde, würden wir es da auch nicht im Unterricht irgendwie machen. Ne? Also nur, weil es im Alltag ist. Es gibt gewichtige fachliche Gründe, Computerspiele zu benutzen. Nein, die zählen nicht. Aber ne, also es ist nicht in keinster Weise verstanden unter Kämpfern, in einer gewissen Hinsicht gegen Wind. Ja, wobei, du hast doch dann einen Kniff gefunden. Du musst denen einfach nur erzählen, dass es zur Lebenswirklichkeit der Schüler gehört. Und schon hast du das Ding im Unterricht. Ja, und also das ist dann, das ist, du musst einfach den Workaround finden. Also dann war die nächste Sache, aber ja, aber pass auf, Christoph, denn da hast du ja die Gewaltdebatte auch dahinter. Ich sag, nee, Leute, ich mache Harry Potter-Spiele. Ja? Ich drücke immer dieselbe linke Maustaste und die Spielfigur sucht sich selbst den Zauberspruch aus. Das ist irgendein Wichtel umschmeißen oder eine Tür aufmachen. Da ist kein Ego-Shooter, kein gar nichts. Ja, aber die Gewaltspiele bei Computerfragen. Die werfen halt alles durcheinander. Ja, das ist so, als würde man denen sagen, irgendwie Fußball und Schach ist das Gleiche. Ist ja Spiel. Ist ein Gesellschaftsspiel. Haben wir dann überhaupt eine andere Möglichkeit, als die Leute das selber spielen zu lassen? Also müssen wir vielleicht die Bundesfamilienministerin zwingen, diese Dinge selber zu spielen oder den Innenminister von Niedersachsen? Das ist genau unser Ansatz. Wir wollen, dass die Leute, die, ja, ich sag mal, mit der Unwort des Jahres, habe ich eben schon draußen gesagt, Medienkompetenz nicht so weit davor fortgeschritten sind, dass die zu uns kommen. Deswegen haben wir dieses Vereinsheim, deswegen werden wir ja von der Stadt Köln unterstützt. OB Schrammer war ja auch bei der Eröffnung dabei, der Landesmedienminister Krautscheid hat auch das Vereinsheim mit eröffnet, damit wir genau nicht nur die Jugendlichen aus dem Bereich Köln erreichen können, sondern auch deren Eltern, als auch Schulklassen mit ihren Lehrern. Und ich habe viele Anfragen aus dem Bereich Köln von Schulen, die zu uns, mit uns zusammen LAN-Partys machen wollen. Komm aus der Provinz. Ja, also Köln ist da sicherlich auch das Paradebeispiel in der Bundesrepublik, ja, muss man einfach so sehen. Turtle Entertainment mit der ESL, der weltgrößten Liga, die haben natürlich hier in der Politik schon relativ viel bewegt. Deswegen hatten wir es auch relativ einfach, hier mit unserem Vereinsheim auch eine entsprechende Förderung zu erfahren. Aber genau das ist unser Ansatz. Also wir wollen genau denen die Möglichkeit einräumen, einfach mal selber Counter-Strike, also wir machen absichtlich, natürlich bewusst, nicht vor gewaltinhaltlichen Spielen Halt, weil sich genau damit, und jetzt kommt das Argument, ne, die Kinder nämlich heute beschäftigen und die will ich ja abholen, ja, und die Eltern dazu, die nämlich heute, hier und jetzt, und wir können lange über ein Verbot quatschen, 6 Jahre lang, aber ich darf doch das hier und jetzt nicht vergessen. Und jetzt haben die Eltern ein Problem mit dem Hobby ihrer Kinder, weil sie nicht wissen, was da passiert. Und denen will ich mal die Möglichkeit geben, bei uns im Vereinsheim, da machen wir Abende, da setzen sie sich hin und spielen auch mal eine Stunde lang 5 gegen 5 Counter-Strike und wissen dann, wie es auf sie gewirkt hat, wenn sie da einen Pixelmenschen abgeschossen haben. Und nur dann können sie eine individuelle Beurteilung für ihr Kind treffen. Denn keiner kann sein Kind besser beurteilen als die Eltern. Das kann schon lange kein Staat, meiner Meinung nach. Wir können 6 Jahre lang über ein Verbot diskutieren. Ist das überhaupt sinnvoll? Können wir das überhaupt noch verbieten? Also für mich stellt sich das um. Ich bin tatsächlich außen. Ich spiele nicht. Ist bei mir nie angekommen. Aber wenn ich mir das überlege, jedes beliebige Spiel, das ich spielen möchte, ist doch längst vorhanden und beliebig kopierbar. Warum diskutieren wir das immer noch? Also ein Verbot. Man kann es doch gar nicht verbieten. Wenn ich aus der technischen Ecke mal kurz da was sagen kann. Ist sicherlich das Verbot, wir haben ja jetzt mitgekriegt, ne, Frau von der Leyen hat ja versucht, jetzt auch Kinderpornos aus dem Internet zu verbannen. Technisch gesehen wird das vielleicht die ersten halben Jahre 4 von 5 AOL-Usern abhalten, da an Kinderpornos ranzukommen. Aber auch dann haben die gemerkt, wie es geht, ja, wie man trotzdem noch an die Inhalte rankommt. Nur, dass Kinderpornografie in allen Ländern verboten ist und trotzdem komme ich dran. So, und wir haben ja in Deutschland schon das schärfste, ne, die schärfste Gesetzgebung, was Computerspiele angeht. So, und jetzt muss man sich vorstellen, dass alle unsere Nachbarländer und die ganze Welt letztlich mit der Gewalt in Computerspielen, insbesondere gerade die Amerikaner, die auf dem Markt ja besonders effektiv sind in der Herstellung, ganz anders damit umgehen, viel freizügiger damit sind. Das heißt, da werde ich technisch keine Chance, das zu verbieten. Ja, ich kann nur kriminalisieren, ja, und ein paar Stimmen erhaschen vielleicht. Ich glaube, dass man da auch, also wo ich mein Problem mit habe, gerade in dieser Verbotsdiskussion, es ist ja schon heute möglich letztendlich. Es gibt ja eine Prüfung durch die unabhängige Selbstkontrolle, die wird zum Teil finanziert von den Publishern und halt auch Produzenten. Da sitzen Wissenschaftler drin, Jugend, Medienschützer und so weiter und die können ja schon heute keine Freigabe geben. Sprich, sie dürfen dann letztendlich im ganz normalen Handel auch nicht vertrieben werden. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass
18 Jahren freizugeben, dann darf dieses, ich glaube, 2000 Quadratmillimeter großes Siegel drauf und dann macht es bei der Mediamarktkasse, wenn man es kaufen will, einmal piep piep und sagt, bitte Freigabe checken im Aber der Testkäufer ist dann entweder unter 16 oder der Betrunkene, den man auf der Straße aufgegabelt hat als 12-Jähriger, der ist dann über 18, der kann das Spiel trotzdem kaufen. Also sprich, es gibt ja schon heute in dem Bereich Regulierungsmöglichkeiten. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht genau Zahl, ich glaube im Jahr 2007 oder 2008 hat die USK, glaube ich, schon 3,5% der Spiele überhaupt gar keine Freigabe für Deutschland gegeben. Irgendwie 5-6% haben als Freigabe 18, 15% 16, 25% irgendwie 12 und dann quasi die ganzen Ponyhof-Spiele ab. Ja, das ist gerade in Deutschland der größte Markt. Ja, 20 Ponyhof, Spiele Tierpension, ich weiß nicht was. Noch und Mädels noch mal 39,90 für jedes, wirklich Klasse 1 bis 4 oder 5, jedes Mädchen kriegt zu Weihnachten oder zum Geburtstag Tierpension, Ponyhof, es gibt nicht Zusammenarbeit mit der Wendy und ich weiß nicht was. Und es wird primär in Deutschland produziert. Also das ist das Spielesegment gerade, was am größten von also quasi den größten Wachstumsanteil hat von deutschen Produktionsstudios. Was ich spannend finde, quasi bei der Frage gesellschaftlicher Wert und wie kriegt man es vermittelt. Also ich finde, wo ich mal versuche, auch ein bisschen bei uns die Leute voranzutreiben, Computerspiele wirklich als Kulturgut anzusehen und dem auch diese Stellung zu geben, also dem auch in dem Sinne auch die gewisse Freiheit zu geben, die Kultur haben darf, nämlich dass man genauso wie man ein bescheuertes Schlingensief-Theaterstück dann kritisieren darf, darf man halt auch kritisieren, dass irgendwie das neue Halo, ich weiß nicht was Nummer, halt auch vielleicht scheiße ist, aber es ist trotzdem akzeptiert. So. Und dass man da dann halt aus dieser Verbotsdiskussion rausgeht, sondern einfach, wie man auch bei Musik, bei Film, bei ich weiß nicht, wie bei jedem anderen Kulturgut, sich persönlich drüber streiten kann, finde ich es gut, finde ich schlecht, sollte es eine Förderung kriegen, wie in anderen kulturellen Bereichen und so weiter. Aber ist da nicht mehr in die Ecke zu drängen, schmuddelig, böse, und so weiter und am liebsten verbieten, weil wie gesagt, technisch nicht möglich, sieht man schon heute, der Jugendmedienschutz ist heute schon kaum durchsetzbar, weil jeder 12-Jährige an eine Version drankommt, die ab 18 ist, notfalls halt auf den klassischen Tauschbörsen wegen und. Und es ist, glaube ich, auch von der Logik her an sich nicht hilfreich. Also aus dem Grunde weg von der Verbotsdiskussion und ich finde, da können sich dann halt auch die Produzenten der Diskussion stellen, also die Publisher zu schauen, was für Spiele werden produziert. Und dann gibt es wie zum Beispiel im Filmmarkt halt eine große Bandbreite. Da gibt es Kinderfilme, da gibt es Jugendfilme, da gibt es Actionfilme und so weiter. Wo die Publisher heute ja schon ähnlich reagieren. Sie entschärfen ja unheimlich viele Spiele Klar. für den deutschen Markt. Zum Kulturgut. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über Jugendkultur, E-Sport. Von den 100 anwesenden Journalisten hat danach keiner angezweifelt. Vielleicht gebe ich dir den noch. Dass das nicht Kultur wäre. Aber ich wollte noch einen Satz sagen hier. Du hattest eben erwähnt, da muss man sich von draußen irgendeinen holen, der dann 18 ist und so ein Spiel kaufen. Brauche ich gar nicht. Ich frage nämlich Mama und Papa, die sind ja das Portemonnaie der Jugendlichen und die werden das kaufen. Und weißt du warum? Weil die nämlich keine Ahnung haben, was es ist. Ja, das ist das Problem und da hilft auch das größere Siegel nicht. Natürlich nicht. Das, also, es macht gerade keinen Spaß, weil widerspricht uns natürlich nicht. Das ist ein falsches Publikum. Aber es ist eine Frage. Aber. Echt? Machen wir gleich. Diese Verbotsdiskussion hat ein großes Problem. Kennt noch jemand von euch Lesesucht? Was? Wer kennt den Begriff Lesesucht? Ja? Nee, glaube ich nicht. Du bist nicht über 60. Lesesucht, das hat man 1880 gesagt, als die Trivialromane auf den Markt kamen und die Mädchen aus gutbürgerlichem Hause, die gelesen haben, weil sie sonst keine Beschäftigung zu Hause hatten, die verfallen der Lesesucht, die werden dann krank im Kopf,
Danach war es Masturbation, aber das hat nur noch 10 Jahre gehalten, weil dann kam Kinofilm auf und so weiter. Und die Eisenbahn, ja, ja. Von der Geschwindigkeit wird man verrückt. Es gibt halt so, wie Malte das eben schon gesagt hat, man nennt das auch mit dem Fachbegriff, haben wir auch mal schön gehört, dann Inkubationszeit eines Mediums. Und so etwa 50 Jahre, bis die brauchen, bis sie das ausbreiten. Und wenn jetzt hier ein anderes Publikum wäre, dann würde ich jetzt so einen weinerlichen Blick aufsetzen und sagen, wir dürfen aber diese Generation nicht verlieren. Und wir dürfen sie deshalb nicht verlieren von Spielern, weil wenn ich in meinem Klassenraum mal frage und ich sage dann so, und eigentlich wissen meine Schüler, dass ich im Grunde auch jeden Scheiß mitmache und meine Lehrerrolle auch noch nicht so wirklich gefunden habe und auch eher ihrer Seite stehe, was mir meine Ausbilder ankreiden. Und ich frage dann aus dieser Haltung raus, wer spielt denn von euch Counter-Strike? Und es meldet sich niemand. Und ich sehe in so ein paar Gesichter, die wirklich Schiss haben, sich jetzt zu melden. Und wenn ich die länger, also wenn ich meine Schüler länger kenne, dann weiß ich halt auch, wann sie versuchen zu vertuschen, dass sie gerade Schiss haben. Dann denke ich mir, da läuft irgendwas falsch. Ja, es gibt wirklich viele beschissene Spiele auf dem Markt, die ich auch nicht gerne haben möchte, und einige von denen werden auch wegzensiert, weil das ist eine dämliche, pure Gewalt, wie dieses Bully, was da aus England kommt, wo es nur darum geht, so als englischer Schulraudi seine Mitschüler zu verprügeln. Das muss man sich ja halt dann auch fragen, ist das alles, was wir irgendwie Entertainment nennen können, Gewalt? Aber es gibt so andere Spiele wie Counter-Strike, wo das nicht im Mittelpunkt steht. Ich habe das selbst jahrelang gespielt, ich habe auch schlechte Latenzen gehabt und dann aus Frust, weil ich schlechte, aber auch eine Tastatur kaputt geschlagen, keine sportliche Ausrichtung und so weiter. Aber aus mir ist trotzdem irgendwas geworden. Ich stehe jetzt als Lehrer so vor so einer Klasse und sehe dann, dass Leute, die ich hätte sein können, so vor 10 Jahren, Angst haben zu sagen, dass sie das machen. Und, ne, wenn jetzt hier so ein anderes Publikum wäre, würde ich jetzt sagen, das ist echt schlecht, weil die fühlen sich zu Hause missverstanden und die kriegen dann nicht mal, weil ihre Eltern das nicht sehen wollen, die hören ja nur, was in den Medien kommt, und die fühlen sich dann nicht mal in der Schule irgendwie wohl, außer in den Pausen, wo sie mit ihren Freunden drüber reden können. Und das ist mal gerade 80% der Tageszeit eines Jungen oder Mädchen. Übrigens spielen bei mir in den 10. Klassen mehr Mädels als Jungen Counter-Strike zurzeit, weil die Jungen so wollen, auch Warcraft-Opfer geworden. Also, Randnotiz. Und 80% der Tageszeit sich nicht dazu äußern dürfen, was man eigentlich mag. Das ist scheiße, wenn man 16 Jahre alt ist, weil das macht einen kaputt. Der Veranstalter hat eine Frage. hoffentlich eine böse oder sarkastische. Erstmal kurz die Bemerkung. Ich glaube, das ist krasser geworden, was du gerade erzählst. Also Malte und ich sind ja so grob ein Alter, zum Glück gibt es ja hier noch ein paar jüngere Leute. Ich glaube, also wenn mein Lehrer das gefragt hätte, hätten sich alle gemeldet, die es tun. Und ich glaube, das ist irgendwie krasser geworden, wenn du jetzt heute sozusagen diese Erfahrung machst. Aber ich kann das schon verstehen, weil sozusagen die Stimmung ja dahingehend hier Verbotsdebatte, ich meine, wir wollen ja hier gerade anscheinend eine Verbotsdebatte aufgreifen, die ja aber lustigerweise, Malte hat es ja schon gesagt, also es gibt ja indizierte Spiele, es gibt ja eine USK, es gibt ja irgendwie ein Verbot so, und man könnte ja auch in dem Prozess dann die Spiele, um die es heute dann mal geht, reinwerfen, aber anscheinend passiert das nicht so und da wird es ja wohl dann auch Gründe für doch haben. Was ich vorhin noch als Begriff einwerfen wollte, war der Simulation, weil worum geht es eigentlich? Und ein Computer kann mit den Spielen zwei Hinsichten vor allem machen, halt zum einen auch Spiele nachbilden und simulieren, also das Ballspiel am Computer, aber eben auch, was die ganzen Strategiespiele und so weiter machen, gibt es ja auch indirekt eine Art Computerspiel, was in der Schule schon gespielt wird, nämlich dieses Börsenplanspiel, das heißt ich von Sparkassen und Co. So. Und ich meine, damit kannst du deinen Lehrerkollegen auch sagen, hey, guck mal, die Leute können da richtig was mit lernen. So, also im Prinzip die BWL-Ausbildung ohne Computer wäre ja vielleicht unmöglich. Nee, kann ich nicht, weil die sagen dann, Brüning, du spielst doch Computerspiele, mach du das mal. So, dann sind die fertig damit. Die wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Also im Grunde genommen ist dieses Podium, was wir heute machen, so ein bisschen vergebene Liebesmühe. Wir bräuchten nämlich eigentlich nur noch 30 Jahre warten, dann hat sich die Sache gegessen. Deswegen wäre mein Appell eher, dass alle Leute, die hier sind und die das verstehen, was wir sagen, und die vielleicht Leute kennen, die das auch verstehen, hingehen und in Schulen anbieten, wir machen irgendwie LAN-Partys ohne Gewaltspiel oder sonst irgendwas und helfen jetzigen Schülern darüber hinwegzukommen. Es gibt eine Inkubationszeit von Medien, in 20 Jahren, 30 Jahren haben wir das gegessen, dann betaffelt das keiner mehr. Die einzigen, die dann noch Probleme haben werden, aber die richtig, sind Bibliotheken. Weil die haben nicht rechtzeitig alte Computer eingekauft, um die Spiele dann zu spielen. Weil wenn es Kulturgut ist, muss halt die letzten Jahrhunderte dann aufgearbeitet werden, dann kriegt die keiner mehr installiert. So ein Amiga 1200 ist dann halt nicht mehr, außer auf eBay. Und das sind dann die Einzigen, die noch Probleme haben. Also das wäre lieber mein Aufruf. Geht hin und geht einfach in die Schulen rein und sagt, kommt, es gibt genügend Strategiespiele, machen wir halt die, machen wir nicht Counter-Strike, machen wir halt irgendwas, aber Hauptsache, dass jetzige Schüler Unterstützung von Leuten kriegen, die 10 Jahre älter sind als die jetzigen Schüler. Aber ich glaube, was ja ein bisschen ein Punkt ist bei der Diskussion, wo ich aber jetzt auch
dachte jetzt die letzten zwei, drei Monate, als es wieder mehr aufkam, bestimmte gesellschaftliche Bereiche suchen sich dann auf einmal, dann ist es nicht mehr das Killerspiel, wo abgeschlachtet wird, sondern dann ist es die Spielesucht von World of Warcraft. 5 Jahre lang so ungefähr, also zumindest an der größeren allgemeinen politischen Diskussion, kein Thema gewesen. Es gab ein paar Forschungsprojekte dazu an der Charité Mainz, es gibt ein paar Psychologen, die dazu gearbeitet haben und. Und auf einmal World of Warcraft verbieten, weil Leute Online-Spiele süchtig werden. Gleichzeitig aber zum Beispiel, ich glaube, kein CSU-Politiker Spielautomaten verbieten würde, auch wenn man davon spielesüchtig wird, weil man jeden Tag quasi seine Lohntüte quasi reinwirft. Also das ist so ein bisschen, wo ich einfach gerade merke, so schade, da ist man noch gar nicht da, wo man eigentlich hätte schon sein können, weil jetzt wird irgendwie der nächste Vorschlag gemacht. Und das war wirklich sehr bezeichnend bei der Computerspielepreisverleihung, die war Anfang April, glaube ich, in München, war ich da und dachte so, hey, Computerspielebranche, hippe Branche und so weiter. Totenstimmung da. Wirklich sowas Spießiges habe ich seltenst mitbekommen. Es war irgendwie gut, es war irgendwie 10 Tage nach Winnenden. Die ganze Politik hat sich überhaupt nicht blicken lassen. Seehofer hat kurz vorher abgesagt, die ganzen anderen. Es waren irgendwie 3, 4 Politiker da. Es gab überhaupt keine Feier. Die Preise waren dann nachher wirklich an Spiele, wovon ich noch nie was von gehört habe, weil es irgendwie ein super Lernspiel ist für die Klasse 3 bis 4 oder so, die dann im deutschen Computerspielpreis ging. Was ich damit ein bisschen aufzeigen will, da ist trotzdem noch nicht dieses gewisse Selbstbewusstsein da. Auch in dieser Szene, bei den Produzenten, bei den Publishern, bei den Medien, die da entstehen, sondern weiterhin in eher gekränktes Selbstbewusstsein, will ich es jetzt mal bezeichnen, und sie nicht hinzustellen, hey, wir sind gut, wir machen gute Produkte, wir verdienen Geld, wir schaffen Arbeitsplätze, wir bringen gute Produkte raus, die Leute zigtausendfach spielen in diesem Land, sondern da weiterhin, wie es ja vorhin quasi auch mal deutlich wurde, so die Schere im Kopf ist, naja, das ist ja noch nicht so richtig gut und so. Und das finde ich ein bisschen das Problem, und da, wie gesagt, dass man jetzt auf einmal World of Warcraft wegen der Spielesucht verbieten will, ist wirklich so das Nonplusultra an Dämlichkeit, weil ich genau, die CSU hat gesagt, man sollte es mit aufnehmen, weil man jetzt auch den Suchtfaktor einberechnen. Wäre ja super. Wie willst du bei einem Spiel den Suchtfaktor berechnen? Wenn du FIFA 09 spielst, hast du auch Leute, die es auch 10 Stunden am Tag spielen, weil sie es einfach geil finden, weil sie jetzt gerade vorankommen wollen, weil sie irgendwie gerade die Champions League durchspielen wollen an einem Wochenende so ungefähr. Also das ist halt so, man kann ja gerne an bestimmten Punkten diskutieren, quasi wie das USK-Rating sich quasi zusammensetzt, aber wie gesagt, ich halte den Vorschlag für überhaupt nicht zielführend. So, und bei einem anderen Publikum könnte dann sofort, würde ich jetzt schon wieder diese weinerliche Stimme auflegen und sagen, ja, das ist nämlich wirklich ein Problem. Während diese Gewaltdebatte, da habe ich mir die Studien der letzten 10 Jahre gut angeguckt, da kommt jedes halbe Jahr eine Studie raus, die immer eine Gegenmeinung der vorigen Studie verträgt, und ich habe ein paar davon mal zu einem Psychologieprofessor geschleppt, und wir haben die dann mal zusammen zerpflückt. Also die haben interessante Datenbestände, so Fernsehverhalten angloamerikanischer Jugendlicher aus den 1970er Jahren im Alter zwischen 14 bis 17, allgemeines Fernsehverhalten. Ist die Studie dem jetzt zugrunde liegenden Koalitionsvertrag, dem Passus für den Verbot von Killerspielen, ist diese Studie, wo dann nachher rauskommt, ja, heutzutage die Jugendlichen werden sofort Gewalttäter, wenn sie Killerspiele spielen. Das ist ein ganz kurioser Scheiß. Während diese Suchtdebatte ein echtes Problem ist. Und auch da verlieren wir wieder eine ganze Generation, weil wir wieder die Spiele kriminalisieren und nicht die Suchtprobleme der Jugendlichen angehen. Das ist ja nicht nur als Computerspielensuchtphänomen. Man muss sich überlegen, was World of Warcraft mit einem 14- bis 17-Jährigen macht. Du kannst in verschiedene Identitäten schlüpfen. Ja, mein Gott,
Das ist das, was man in dem Alter macht und will. Guckt euch doch an. Also wenn ich mal zurückblicke, ich habe so einen ganz furchtbaren Kleiderschrank mit so ganz weiten Hip-Hopper-Hosen, ganz engen schwarzen Heavy-Metal-Hosen. Ich habe so, ja, das ist allen Scheiß nachgetragen. Und ich sehe das ja meinen Schülern auch, die alle halbe Jahr so auf so einem neuen Trip sind und den vehement als ihre jetzige Identität vertreten. Und da können so Computerspiele wirklich helfen. Aber eben auch süchtig machen. Und da muss man hingucken. Aber kriminalisieren ist immer weggucken. Da haben wir jetzt wieder zwei Möglichkeiten. 20 Jahre warten, hat sich das gegessen? Oder 30 Jahre größtenteils, dann ist das verstanden. Oder jetzt hingehen. Und ich bin dann immer für jetzt hingehen, zumindest die Leute, die es verstanden haben. Da muss man nicht auf so einen Seehofer warten, der und sein Nachfolger müssen erst sterben, bevor das in der Gesellschaft wirklich drin ist. Aber die, die es jetzt verstanden haben, haben immer meiner Meinung nach die moralische Pflicht, sofort hinzugehen, wie ihr das ja auch jetzt in der E-Sport-Szene macht. Also Politiker warten ist da, tut mir jetzt leid, Malte, du bist ja einer, aber da muss man dann, wenn man es verstanden hat, hingehen und zwar am besten immer an Schulen. Das ist nicht nur, weil ich selber Lehrer bin, sondern weil man da am meisten machen kann. Denn so ein Lehrer kann mal eben 20 Schüler in so einen Raum zwingen, die müssen dann da sein und dann kann man da mal kurz arbeiten. Ja, ein ganz bisschen hast du meine Frage jetzt schon vorweggenommen. Aber so als Deutschlehrer, ich gehe mal davon aus, dass du ja, wenn du Literatur behandelst, auch ein bisschen, sagen wir mal so, als Deutschlehrer wollen solltest, dass die Schüler auch selber mal ein Buch lesen. Also mit Harry Potter habt ihr ja dann auch gemeinsam Geschmack. Aber eine Frage, die für mich jetzt noch nicht ganz klar ist. Ihr habt jetzt viel darüber gesprochen, warum man irgendwie ja für die gesellschaftliche Anerkennung von Computerspielen sich einsetzen sollte, weil es nun mal Realität ist, dass es ja für die Schüler Lebensrealität sein, was weiß ich. Aber warum sollte man wollen, dass die Schüler da spielen? Also du hattest ein bisschen das angesprochen mit den Identitäten übernehmen, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört, weil es zu viel Zeit gekostet hat. Ich mache seitdem irgendwie, also in der Zeit mache ich dann halt sinnvollere Sachen. Warum sollte man wollen, dass Jugendliche Computerspiele spielen? Weil wenn man nicht einen Grund hat, das zu wollen, dann will man es ja wahrscheinlich nicht, oder? Du kriegst deine Antwort aus dem Publikum. Willst du nach vorne kommen und das Mikro sprechen, ja, oder? Ja, komm mal eben nach vorne. Ja, das, der Computer ist ja auch nicht zum Spielen gut, aber Computerspiele sind dazu geeignet, auch das Interesse am Computer zu wecken. Also ich habe sehr früh angefangen, mich mit dem Computer zu beschäftigen, durch Pac-Man, durch Commander Keen und so weiter. Und ich konnte dann schon in der Grundschule einigermaßen zumindest Englisch lesen, weil es gab keine deutsche Software. Und ich denke, da sind auch Sachen, dass die Computerspiele einfach Anreize schaffen, sich mit dem Medium Computer zu beschäftigen, sich mit dem Internet zu beschäftigen, dann auch, wenn man sich mit der Szene, dann mit der Computerspielszene auseinandersetzt, dass die auch kommunizieren müssen über das Internet, dass da geht nebenbei einfach so viel Wissen in die Kinder über, die sie auch vor allen Dingen in den zu kommenden Jahren immer wieder gebrauchen können und immer mehr gebrauchen müssen. Und da ist ein Spiel einfach ein super Anreiz, die dazu zu bringen, das zu tun. Also wir haben jahrelang Cartoons gebasht, so als Lehrergemeinschaft. Also ich nicht mehr, so meine Vorvorfahren im Beruf, weil Cartoons, Lesesucht, wir erinnern uns, Achtung, da kommt wieder so ein Zug um die Ecke gefahren, dann werden wir immer alle ganz, ganz wirre im Kopf. Und Cartoons waren auch Teufelswerk, also ganz schlimm. Und irgendwann waren die dann in den Politikbüchern drin. Das fing so bei mir langsam an und wir wurden dann gezwungen, Cartoon-Analyse zu machen. Leider zu spät, weil die dann im richtigen Leben keine Rolle mehr gespielt haben. So. Aber man macht ja in der Schule immer das, was man glaubt, was man mal so strukturell untersuchen müsste, damit die Schüler, weil das dann wiederum Teil ihrer Welt ist, ihre Welt besser verstehen. Man nennt das Weltorientierung, Alltagsorientierung. Und ich möchte Schüler dann nicht dazu zwingen, Computerspiele zu spielen. Aber also Counter-Strike fördert das Weltverständnis? Sagen wir mal so, fördert Bildzeitung das Weltverständnis oder fördert ein Blatt, auf dem irgendwas geschrieben ist, das Weltverständnis? Nein, es muss halt was Zweckgebundenes nehmen. Muss es an Unterricht zurückbinden. Es gibt, machen wir doch einfach Counter-Strike im Philosophieunterricht und sprechen wir über die ethischen Implikationen von getöteten Dingen oder von getöteten Zustandsveränderungen auf Festplatten. Da kannst du alles Mögliche machen, da kannst du Erkenntnistheorie machen. Gibt es das, was du da tötest, wirklich oder nicht? Also du kannst halt das zum Anlass nehmen. Aber ich glaube, deine Frage geht ja in die Richtung, sollte man junge Menschen, war jetzt dein Beispiel Schüler, ich finde Computerspiele gleich junge Menschen gleichsetzen, finde ich
persönlich oft ein Problem, weil es spielt ein Großteil der regelmäßigen Spieler sind 18 plus. Zumindest, also ich sag mal, es gibt viele, die... 19,09. Also ich sag mal, dass das quasi jetzt ein, nicht nur immer dieses Jugendproblem ist, sondern es spielt halt auch schon der 35-Jährige oder so. 36-Jährige regelmäßig. Ich kenne Leute, die sind 50 und spielen regelmäßig so. Ich auch. Also aus dem Grunde spiele gleich junge Menschen gleichsetzen, habe ich immer mit einem Problem. Zweiter Punkt, sollte man, wie ich deine Frage verstanden habe, Schüler im Unterricht dazu drängen, würde ich es jetzt mal vielleicht ein bisschen drastischer formulieren, Computerspiele zu spielen. Oder sollte man ihn einfach nur darstellen durch verschiedene Unterrichtsformen in verschiedenen Fächern, worum es da eigentlich geht? Und jetzt sage ich jetzt mal, was ich, weil ich Medienkompetenz auch ein bisschen so ein Passwort finde, selbstbestimmt dann damit umgehen können und entscheiden können, ey, ich finde die Shooter-Spiele geil oder ich mache lieber Sportspiele oder ich weiß nicht was, sollte man ihnen dafür eine Möglichkeit geben, dafür sich ihr eigenes Nutzungsverhalten vorzuentwickeln. Und da würde ich sagen, das ist Aufgabe auch von Schule. Sollte aber nicht sagen, spiel bitte nur folgendes Spiel oder nur folgendes Genre, sondern einfach da jetzt mal die Schüler dabei zu unterstützen, ihr eigenes Spielverhalten fortzuentwickeln. Und es gibt dann halt Leute, die brechen schnell ab, wie du, wie ich und keine Ahnung was, weil sie sagen, hey, interessiert mich nicht mehr oder ich habe dafür nicht genug Zeit oder ich habe irgendwie jede zwei Jahre eine Phase, wo ich mal ein Spiel dann aber auch innerhalb von zwei Wochen durchspielen will und oder dann quasi Tage. Wieder zwei Jahre überhaupt nicht spiele, so ungefähr, dass man ihnen dafür die Möglichkeit gibt. Und gleichzeitig ist sich letztendlich dahin entwickelt, guck mal, ich habe schon in meinem Französischunterricht mit irgendwelchen Sprachspielen rumgemacht und das ist, glaube ich, heute üblich. Ich glaube, von jedem Schulbuchverlag zu jedem Schulbuch gibt es mittlerweile irgendwelche Lernsoftware, die letztendlich mit klassischen Spielformaten arbeitet. Quiz, Art Cartoons und Rollenspiele letztendlich, also das ist ja auch schon quasi auch in der klassischen Pädagogik, zumindest in bestimmten Bereichen, auch schon angekommen. Also aus dem Grund, ich würde nicht sagen drängen, aber ihnen zumindest Möglichkeit geben. Wobei, lernen, Fitze. Ich würde gerne noch vielleicht eine Sache einwerfen, nämlich ich glaube, der Unterschied ist ein bisschen, ob Computerspiele als Mittel oder eben als Thema vorhanden sind. Also das hast du ja jetzt gerade ein bisschen vermischt. Natürlich werden die eingesetzt, dass die einzusetzen sind. Ja gut, wenn Computerspiele bei der Vermittlung helfen, dann ist das absolut legitim. Aber die Frage ist, sollten Computerspiele auch, was weiß ich, sollen wir die neuesten Ausgaben von GTA dann irgendwann mal bearbeiten wie Goethe? Ja, also wenn es gab ja eben diese Aussage, dass man Computerspiele als Kulturgut betrachten muss. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Im letzten Jahr habe ich gemerkt, da gab es dann erstmals auch in Mainstream-Medien Besprechungen von Computerspielen als Kulturgut. Man sah das mit GTA, wo dann Spiegel Online oder die Zeit als Kulturgut berichtet haben. Aber letztlich fehlt mir dann doch noch ein bisschen das. Also natürlich, wir haben quasi das, was so dem Äquivalent von Trivialliteratur wäre, da gibt es en masse, aber mir fehlt ein bisschen schon auch, mir fehlen die Computerspiele, die tatsächlich, wo ich das Gefühl hätte, ja gut, das ist ein Kulturgut, was ich mit einem hochklassigen Roman vergleichen könnte beispielsweise, wo es dann sich auch so einen positiven Ansatz gegenüber geben kann. Mit diesem, jetzt eigentlich wollte ich direkt antworten, aber dieses Hochklassik-Roman, da sträuben sich mir mit so die Nackenhaare, weil ein Literaturprofessor von mir mal gesagt hat, an der Uni, wir sollten eigentlich mal ein richtig beschissenes Drama, und es gibt von Gottsched einige aus der Aufklärung, einfach den Schülern auch mal in die Hand geben, damit die nicht immer denken, dass alles, was wir in der Schule präsentieren, dass alles, was die Deutschen irgendwie zustande gebracht haben unter die Weltliteratur,
also automatisch toll ist, weil da gibt es halt auch ziemlich viel Schrott und auch an Schrott kann man lernen. Aber bleiben wir ganz kurz bei Grand Theft Auto. Das ist wunderbar, das steht quasi jetzt im Lehrplan drin. Muss man nur wissen, wo. Man spricht da neuerdings von sogenannten Kernkompetenzen, die Schüler irgendwie haben müssen. Und im Bereich Sprache und Medien steht für die Sekundarstufe 1, also Klasse 5 bis 10 drin, dass die TV-Serien und neue Medien für Kinder und Jugendliche kennenlernen sollen, die nach dem Prinzip Serialität ablaufen. Also so Endlosserien, gute Zeit, schlechte Zeiten, Marienhof und sonstige Sachen. Und Grand Theft Auto ist nichts anderes als das. Und da kann man das, weil das Spielprinzip von Grand Theft Auto ist, dass man es ewig erweitern kann mit einer ewig weiteren Stadt und Episode an Episode und es reiht sich irgendwie verschiedene Geschichten zueinander ein. Ob man Grand Theft Auto nimmt oder irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten, ist im Grunde egal. Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist so grausig, aber gute Zeiten, schlechte Zeiten ist bereits in einem Schulbuch drin, nämlich in dem sogenannten Paul, in dem persönlichen Arbeits- und Lesebuch. Und Grand Theft Auto nicht. Ja, und deswegen wird dann eher halt auch gute Zeiten, schlechte Zeiten gemacht. Du hast nämlich eben noch einen wichtigen Punkt angesprochen, was ich auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit dazu vor allen Dingen mal versuche herauszuheben. Also ich unterscheide da so eine implizite und explizite Nutzung von Computern. So, die implizite ist so, wir spielen jetzt so ein Computerspiel, wo es um Integrationsproblematik geht, damit unsere Schüler dann durch das Computerspiel angelockt werden, sich um die Integration von Migranten irgendwie zu kümmern. Das würde ich in der Schule nie machen, weil jeder Zeitungsartikel leistet genau dasselbe und ich muss mir nicht antun, auf 20 Schulcomputern irgendwie Spiele zu installieren, Zeit freizuschaffen und, sondern wenn ich Computerspiele einsetze, dann natürlich als expliziten, als wirklichen Unterrichtsgegenstand, dann gucke ich mir die an und dann gucke ich mir eben Grand Theft Auto an, unter den Merkmalen der Serialität oder ein Harry Potter Spiel als Filmadaption oder als Buchadaption und das steht im Prinzip alles schon so drin. Also wenn man die ganzen Lehrpläne für die Sekundarstufe 1 und 2 nimmt und das Wort Film durch Computer ersetzt, dann werden die in ihrem Sinn nicht falsch. Also würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, sie sind halt, das würde momentan noch keiner machen. Aber man kann es so machen, das wäre eine Lesart und die habe ich auch meiner Arbeit dann zugrunde gelegt. In 30, 40 Jahren, wenn diese Inkubationszeit, oder ich werde immer mehr, ne? In 20, 30 Jahren, wenn diese Inkubationszeit des Mediums vorbei ist, dann haben wir das, dann steht das da irgendwann drin. Und bis dahin, so trauriger Blick, geht hin und macht was. Du hast eine Frage? Ja, also ich habe keine Frage. Ich würde noch was zu ihm sagen, was er meinte vorhin mit diesem Kulturgut als Begriff und Spiele, dass vielleicht bei den Spielen, bei den Computerspielen auch heutzutage, auf der einen Seite gibt es die Unterhaltungsspiele, auf der anderen Seite die Serious Games, die spielt aber keiner. Also von den Jugendlichen oder ungern, also die haben nicht den gleichen Effekt oder diese intrinsische Motivation, wie es jetzt die Unterhaltungsspiele haben. Aber bei denen fehlt wiederum, was zum Beispiel ein guter Film oder ein gutes Buch hat, diesen Hintergrund, was ein bisschen tiefgreifender auch ist, wo es ums Ich geht oder ums Sein. Und also ich denke immer, dass man diese Unterhaltungsspiele, die einen mitziehen, mitreißen, vielleicht ein bisschen in diese Richtung her mehr bearbeiten müsste, also Politik mit ins Spiel bringen, aber ohne das so platt zu machen, dass man das gleich erkennt, sodass das halt quasi ein junger Mensch, ohne dass er überhaupt mitkriegt, hier soll mir was beigebracht werden in ein Spiel, einfach kognitive Fähigkeiten mitbekommt. So subversive Ballerspiele. Ja, es gibt ja sowas, wo ich auch letztes Jahr erst drauf gestoßen bin, das sind so diese Polizei-Feuerwehrspiele, sag ich jetzt mal. Die werden irgendwie entwickelt in Tübingen, gibt es dafür ein Entwicklerstudio und die verkaufen sich mittlerweile richtig gut. Also hätte ich auch nicht gedacht. Und da, sag mal, lernst du letztendlich, ist der Spielzweck, würde man jetzt mal schön politisch korrekt ausdrücken wollen, das Engagement und ehrenamtliches Engagement, anderen Leuten zu helfen, etwas bringt. Nämlich da fährst du dann mit dem Hubschrauber, holst dir den Kranken ab und bringst es ins Krankenhaus. Du baust dir deine Feuerwagenflotte aus mit den tollsten neuen Leiterwagen und ich weiß nicht was und lernst damit letztendlich eine soziale Kompetenz kennen, die du sonst irgendwie in der Jugendfeuerwehr vielleicht mitbekommst. Und gleichzeitig du aber auch
durch so ein Spiel zum Beispiel die Attraktivität zum Beispiel von der Jugendfeuerwehr wieder extrem hochgegangen ist. Sie hatten die letzten 10 Jahre echt Probleme, Leute zu finden, weil freiwillige Feuerwehr war großteils richtig altbacken. Scheiße, blöd, irgendwelche alten Säcke. Und da hast du jetzt, sag ich jetzt mal den Punkt, die Leute spielen das. Und wow. Was war das denn? Handgranate bei Counter-Strike. Und finden es interessant, jetzt ist auch mein Puls wieder hochgegangen, und finden es auch interessant und wollen dann sich engagieren. Also da hast du ja so eine politische Implikation. Gleichzeitig aber thematisch mal was aufzugreifen. Wir hatten auch im letzten Jahr mal versucht, ein Spiel zu machen zum Thema Datenschutz. Wir haben es nicht hinbekommen. Einfach mal Spiel für breiten Publikum zum Thema Datenschutz hinzubekommen. Wir haben Spieleentwickler gefragt, wir haben Schulen gefragt, also jetzt mal Hochschulen, ein vernünftiges Spiel, was nicht völlig platt ist, Leuten klarzumachen, Datenschutz ist wichtig. Finde ich ein ganz einfaches Spiel, das heißt Schüler-VZ-Profile ausdrucken. Das ist ein irres Spiel. Ja. Das klappt super. Also ich habe einmal versucht, mit einer Klasse über Datenschutz zu reden. Ich mache das nie wieder. Das ist eine Aktion. Aber ich meine wirklich ein Browser-Game. Was macht es für einen Sinn? Sei jetzt mal, du bist der Oberbürgermeister von Stadt XY. Packst du da eine Videokamera hin, ja oder nein? Wie gehst du mit den Einwohnermeldeamtsdaten um? Hökerst du die irgendwie an irgendwelche Firmen? Also quasi auch wirklich eine Interaktion zu haben, also wirklich auch einen Spielfluss drin zu haben, der dir deutlich macht, Leute, geht sorgsam mit euren Daten. Das haben wir trotz, echt, ich glaube, halbes Jahr drin sitzen, haben wir es nicht hinbekommen und haben gesagt, okay, tschüss, bringt nichts, kriegen wir nicht hin, aber das ist, glaube ich, zum Beispiel ein Punkt, da wird es im nächsten Jahr relativ stark hingehen und dann, es gab ja dieses Genius-Spiel irgendwie von Cornelsen, werde der nächste Bundeskanzler. Gut, das ist, glaube ich, eher das Kontrabeispiel, wie sowas funktionieren kann, aber das, glaube ich, wird total zunehmen. Und wie gesagt, also die Serious Games trotzdem mit einem gewissen wirklich auch Spielvergnügen zu verquicken, wird, glaube ich, wiederum als Markt relativ stark werden. Ich muss ganz kurz dazwischen gehen, dann wieder eure Fragen. Ja, man kann solche Spiele entwickeln und dann will wieder keiner spielen, weil die einfach auch langweilig sind. Und ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, so Medien zu stark zu didaktisieren. So, es gibt diese problemorientierte Kinder- und Jugendliteratur, die Vorstadtkrokodile. Kennen vielleicht einige von euch. Oder so andere Sachen, die in den 70er, 80er Jahren geschrieben wurde. Kinderliteratur, so aus so einer Brechtmanier aus. Wie erziehen wir jetzt unsere Jugend zu Problemorientierung? wenn du Schülern erklären willst, mithilfe von Computerspielen, wie Ehrenamt funktioniert und warum dieses Engagement wichtig ist, dann frag sie mal, wie sie ihre Clan-Homepage bauen. Das ist ihre Freizeit, das ist ein Ehrenamt, wenn du so willst. Die nennen es wahrscheinlich nicht Ehrenamt, weil die den Begriff scheiße finden oder uncool finden, aber das ist ehrenamtliches Engagement. Das ist in der Freizeit, nehmen die einen dedizierten Teil ihrer Freizeit weg für eine Sache, die nicht nur primär sie selbst betrifft. So. Ich finde, man muss da nicht immer so hingehen und so, jetzt nehmen wir das und dann bauen wir ein Spiel, wo die alle zu Pazifisten werden und Datenschützer und hast du nicht gesehen, weil es gibt auch Grenzen von so einem Medium. Also, weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt meine Harry Potter Spiel im Deutschunterricht sehe, also ich kann da, glaube ich, sehr schlecht gruppendynamische Prozesse dran festmachen. Also wie verhalten sich größere Gruppen von Menschen unter Einfluss von irgendwas? Wenn ich jetzt überlege, welche Zusatzmissionen könnte ich in diesem Spiel einbauen, um das auch noch zu erreichen, dann mache ich das Spiel wieder kaputt. Das funktioniert gut, weil es der Harry Potter Stoff ist. Und Counter-Strike funktioniert gut, weil es ist Counter-Strike. Das ist jetzt noch nie jemand gefunden, der das wirklich erklären kann, außer mit, das ist Counter-Strike. Und das sind halt diese Sachen und das, also wie man eben da sich abspricht mit den Leuten und. Und da hat man die ganzen Sachen schon, bevor man sowas baut. Einfach mal gucken, was schon da ist oder nicht. So, Wortmeldungen en masse. Weil wir müssen mit Gewalt irgendwie da irgendwie einen Lehrwert ins Spiel reinprügeln. Wenn wir jetzt mal vorstellen, wir gucken uns in 10, 20 Jahren Counter-Strike an oder was weiß ich nicht, Opfer oder was es da alles gibt und sehen, ja, da war dieses Terrorismus-Antiterrorismus-Motiv da sehr stark
Und da können wir mit den heutigen Computerspielen einen Rückschluss auf die, auf die jetzige Welt ziehen, wenn wir jetzt ein paar Jahre in der Zukunft sind. Ich meine, Goethe ist auch schon lange tot. Also wir sagen ja auch nicht mehr, ob jetzt Goethe seine Romane, also seine Schriftstücke hätte machen sollen oder nicht oder wie auch immer. Sondern wir nehmen ja auch die Schriftstücke aus der Vergangenheit, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie die Leute gedacht haben. Und das ist mit Computerspielen genauso möglich, denke ich, weil GTA ist sehr viel Gesellschaftskritik drin, wenn man dann also zumindest an einigen Stellen und auch bei, ja, bei anderen Computerspielen kann man halt, wie die Story da ist, wie die Leute da reden, Rückschlüsse auf die aktuelle Gesellschaft führen. Also da ist schon ein kultureller Wert drin. Genauso wie bei Filmen oder bei Büchern. Ja, sicher. Kultur spiegelt immer schon Gesellschaft. Beeinflusst sich gegenseitig. Also Grand Theft Auto sich irgendwann mal anzugucken in Verbindung mit empirischen Studien über die Ausbreitung von Gewalt in Vorstadtarealen ist sicherlich hochspannend. Und dann zu gucken, wie wurde das dann auch funktionalisiert im Spiel und vielleicht sogar auch als Weltbewältigung. Spannend. Auch wenn ich mal nicht mehr in der Schule bin, mache ich das. Die Frage wird ja nur sein, ob man dann nicht sagt, Grand Theft Auto ist schuld daran, dass wir die Kriminalität in den Vorstädten haben. Ja, weil man dann nämlich schon wieder vergessen hat, ob die Henne oder das Ei zuerst da war. In dem Fall Grand Theft Auto ist das, glaube ich, relativ einfach, nur gerade so als Zeitnot, weil die Gewalt zuerst da war und dann hat man das Spiel gemacht. Einfach, weil Gewalt früher da war als Computerspiele. Da sind wir fein raus. Bei anderen Spielen wird es vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Man wird es nur vergessen, ich verspreche es dir. Ja, davon bin ich fest überzeugt. Wir haben so vieles vergessen. Auch wenn das jetzt ein bisschen einseitig ist und meine Frage auch an dich geht. Ich frage mich, wie sehr das wirklich eine Angst deiner Kollegen ist vor Computerspielen an sich oder, jetzt kommt ein sehr alberner Begriff, der neuen Medien nach mehreren Jahren des Mainstreams jetzt. Ich arbeite an einem Projekt an der Uni hier in Köln. Wir haben ein großes Bild, haben eine große Bilddatenbank und versuchen das gerade nicht nur für die Forschung zu öffnen, sondern auch an die Schulen zu bringen, damit da Kunstlehrer mitarbeiten können und so weiter. Und was wir sehen, ist halt, dass in erster Linie aus Büchern auf Folien kopiert wird. Dass da einfach keiner überhaupt einen Computer anfassen will. Also es ist gar nicht so sehr, glaube ich, dass die Leute Angst vor Computerspielen haben. Die wollen einfach keinen Computer anfassen. Das ist irgendwie gefährliches Teufelszeug. Es ist sehr heilsam, mal, wenn man über Schule spricht, mal in Schule zu gehen. Man kann einfach mal an so einer Schule anrufen, erzählen, man wäre an der und der Uni im dritten Semester und müsste jetzt ein Praktikum machen. Dann kriegt man da zwei Wochen mal intern mit und dann kann man sich das mal ansehen. Man kann viel über Schule reden, aber wenn man in Schule dann macht, ist es etwas anders. Und es gibt so ein paar Bedingungen aus der Praxis heraus. Dann kopiert man nämlich eben mal zwei, drei Seiten aus einem Buch auf Folie, weil gerade kein Beamer wahrscheinlich in dem Raum ist oder aus sonstigen Gelegenheiten. Das sind so Umstände. Schule funktioniert nach ihren eigenen Regeln und man nennt das immer systematische Variablen. Also kein Beamer da, kein Computer. So. Kannst du den Computer nicht einsetzen oder sowas, eine Slide halt, oder der Overhead-Projektor ist kaputt, also muss an die Tafel schreiben, das sind solche Sachen. Das andere, da habe ich zwei, was du gesagt hast, habe ich zwei Formulierungen für. Das war das Erste, was du meintest mit, warum die Computerspiele nicht anrühren. Also die mir im Kopf war, ist irgendwie Angst aus Dummheit und die ich dann laut sagen würde, ups, die wäre Befremden aus Unwissenheit heraus. Die haben tatsächlich nicht verstanden, was neue Medien sind. Was neue Medien sind, das guckt man sich an der Wikipedia an, weil da steht die bisher einzig sinnvolle Definition, die ich je gelesen habe, drin. Nämlich neue Medien sind immer die jeweils aktuellen Medien. So. Und bis meine Kollegen begreifen, dass der Computer kein Medium ist, dass das Computerspiel kein Medium ist, weil das immer nur technisches Vermittlerwerkzeug ist, sondern dass narrative Computerspiele wie Adventure Games, Sportspiele oder Counter-Strike, dass das das Medium ist, was letztendlich interagiert mit dem Benutzer und auch so kommunikative Prozesse hat mit dem Benutzer. Bis die das nicht begreifen, kann man sich über Computerspiele mit denen auch nicht unterhalten. Aber wir kommen immer auf diese zwei Möglichkeiten, wenn man mit mir spricht, immer wegsterben oder hingehen und irgendwie Aufklärungsarbeit leisten.
Also die Kritik war, dass es ein bisschen überheblich von mir sei, zu fordern, dass jedes Computerspielgenre als eigenständiges Medium zu stehen haben müsse, denn man kann durchaus alle Computerspiele zusammen als ein Medium sehen. Da gebe ich dir auch völlig recht, kann man so machen. Wenn man aber über Schule spricht, musst du immer gucken, du musst es den Leuten so verkaufen, dass sie es im Unterricht machen können. So, und Computerspiele kann keiner im Unterricht machen, weil sich keiner was darunter vorstellen kann. Wenn ich aber sage, narrative Computerspiele im Deutschunterricht, Simulationen im Politikunterricht, Counter-Strike im Pädagogikunterricht, dann können sich Leute was darunter vorstellen. So war das einfach nur. Das ist so eine pragmatische Unterscheidung. Okay. Ich muss mal hier darum bitten, Fragen grundsätzlich nur im Mikro zu stellen, damit wir das alles schön auf Band haben. Trotzdem mal kurz eine Frage hier ins Publikum rein, weil... Wer möchte noch zu Udo Vetter, oder? Was? Nee, Entschuldigung, Malte. Wer spielt denn hier regelmäßig? Um ungefähr einen Eindruck, also regelmäßig würde ich jetzt mal sagen, 2+ die Woche ungefähr, okay, also ungefähr... Und vermutlich ja auch eine relativ große Bandbreite an Spielen, würde ich jetzt mal Kopfnicken primär sehen. Gab es dazu schon mal einen Austausch? Weil ich glaube, man darf nicht den Lehrer oder die Lehrerin so speziell sehen, weil ich glaube, dass letztendlich eine allgemeine Generationfrage ist. Hat irgendjemand schon mal zusammengespielt mit Mutter, Vater, Oma, Tante? Also wirklich mal hingesetzt und gezeigt oder hier einfach mal vorgeführt und die haben es mal selber ausprobiert, vielleicht nochmal aufzeigen? Okay, das ist deutlich weniger als die, die spielen. Zumindest ein paar weniger. Weil ich glaube, was ich bisschen so nur Lehrer, immer nur Bildungssystem, ich glaube, dass man da halt rauskommen muss. Weil ich glaube, gerade wenn man die gesellschaftliche Stellung sieht und auch sieht, dass zum Teil auch Leute relativ spät erst einen Drang dahin entwickeln, vielleicht wo sie schon aus der Schule eigentlich raus sind, glaube ich, ist halt viel wichtiger, ist quasi, wie kriegt man dieses Thema in jegliche Prozesse reingeschoben und halt nicht immer nur fokussiert auf Klasse 5 bis 10 oder vielleicht 5 bis zur 12. Klasse so ungefähr, sondern ist ja eigentlich ein Thema ist, was auch noch der 22-Jährige vielleicht mit seiner 50-jährigen Mutter diskutieren sollte oder auch der 35-Jährige mit seiner Lebenspartnerin, die vielleicht noch nie gespielt hat. Also das, finde ich, ist halt auch nochmal ein Punkt, nicht nur zu zeigen, dass es da nur um einen kleinen Bereich geht. Ist die Art und Weise, wie ich sag mal, in deinen Kreisen, also in der Politik, vielleicht auch bei dir im Lobbying, in der Schule, bei mir in den Medien ist es jedenfalls so, ist die Art und Weise, wie über Computerspiele diskutiert wird, eigentlich eine Diskussion über Computerspiele oder ist es eine Diskussion über Killerspiele, Shooter? Also weil ich habe die Wahrnehmung, dass immer wenn ich in der Redaktion, und das sind Menschen, die sind zum Teil 10 Jahre und mehr jünger als wir, wenn ich da über Computerspiele sprechen möchte mit irgendwem, dass automatisch fast ausschließlich über Counter-Strike gesprochen wird und ähnliche, also Ego-Shooter, in denen möglicherweise Blut spritzt. Reden wir möglicherweise an den Menschen vorbei, die darüber diskutieren? Ich glaube, das ist das drängste Beispiel, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass da auch viele verschiedene Genres zusammengemischt werden. Ich glaube, da fallen bei denen auch schon zum Teil Spiele rum, wie World of Warcraft, wo du halt mit deinem Hackeball rumläufst, so ungefähr. Ja, wobei, da kommt das Wort War drin vor, das rubrizieren sie unter genau. Shooter. Also so ticken sie wirklich. Ich glaube, zumindest aus der politischen Arbeit her zu sehen, wird das größtenteils so betrachtet. Also wirklich sehr fokussiert, immer wenn es darum geht, zum Großteil klassischer jetzt mal Killerspiele guter zu diskutieren. Auch wenn ich zum Beispiel bei uns Kollegen habe, auf den tollen Blackberries, die ja mittlerweile fast jeder Abgeordnete irgendwie hat, ist ein tolles Spiel drauf, Brick Breaker, völlig simples Ding. Und es gibt halt wirklich Leute, die da, glaube ich, nach süchtig sind, weil die das
immer zum Abschalten brauchen. Darüber würde man aber zum Beispiel nie sprechen. Mhm. Auch wenn es eigentlich, sag jetzt mal, ein topaktuelles, sag jetzt mal, Thema ist, nämlich mobiles Spielen. Du packst es mal eben für 5 Minuten dazwischen, du spielst es mal für 1-2 Stunden, weil du gerade Zeit hast und du nicht deinen Laptop oder deinen Rechner hochfahren musst ungefähr. Aber darüber sprechen halt die Leute nicht. Also aus dem Grund ist es schon sehr fokussiert, mal leider auf eine Diskussion, höchstens bei der Frage, welche Spiele sollte man denn unterstützen, wenn es dann darum geht, was ja auch ein hochpolitisches Thema gerade ist, Medienförderung, jedes Land gibt ja quasi Medienförderung für Filme und so weiter aus, dann heißt es natürlich, nee, aber das muss ganz qualitativ Dinger sein, am besten so ungefähr Spiele quasi ein Spiel über Schiller, ich weiß nicht was, Buch, so ungefähr. Ganz anspruchsvoll, so ungefähr. Und das ist, glaube ich, dann der andere Punkt, dass man da mal sagt, so pfui Teufel, da wollen wir dann wirklich das völlig Extravagante haben, was vermutlich kein Arsch spielen würde jemals. Zumindest viele nicht. So ein Spiel über Schiller wäre total cool. Am besten so Schiller. Nee, Schiller und Goethe, was ja auch, ich muss gerade mal so eine kleine Side machen, Wilhelm. Was ja eigentlich keiner, nee, nicht Feldspiel, so, sondern Shooter, also auch so, ja. Ja. Vorher schwörst du und dann musst du schießen. Mit so einem wackeligen Pointer, wo genau, der dann so gerade mit dieser Armbrust zieht und dann mit so einer Stimme aus dem Off. Genau. Schließt du dich der Bewegung an? Schließt du dich der Bewegung an? Zwingst du dich hier unter die Bewegung oder nicht? Oder hältst du dich daraus? Nee, so ein Spiel zwischen Goethe und Schiller sähe so aus. Da muss man sich nur mal gerade den Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe aufarbeiten. Das ist so ein Pickup-Spiel, so ein Abschleppspiel. Ne? Also die beiden steigen in so eine Kutsche ein und müssen dann so Mädels in so einem Click-and-Point-Adventure irgendwie überreden, mit ihnen nachher auszugehen, weil das haben die ganze Zeit gemacht. Ja, Schiller hat eigentlich nur gesoffen und geraucht und geschrieben und, ne, und so weiter. Ich habe eine andere Idee. Wir reden hier die ganze Zeit, das ist irgendwie auch, liegt in der Natur der Sache, als Heilige vor Heiligen. Ich habe mal einen Arbeitsauftrag als euch. So, ich als Lehrer verteile gerne Arbeitsaufträge und mache jetzt einfach mal Folgendes. Ihr alle habt ihn hier gesehen bei uns in der Mitte, der solche Sachen macht wie Landveranstaltungen mit Leuten, die das eigentlich normalerweise nicht machen würden, mit dem Ziel, sie daran zu führen. Und jetzt hat vor dem Hintergrund Winden, Karlsruhe, die CDU-Fraktion versucht, diese Intel Friday Games Night da wieder abzusagen, weil ja da auch Counter-Strike gespielt werden soll. So, dann ist es, wenn ihr solche Medien versteht, eure unmittelbare Pflicht, immer im Auge zu behalten, so in den Netzmedien, was läuft da gerade, ist irgendwas in eurer Stadt, und direkt da anzurufen, zu sagen, wir wollen, dass das gemacht wird, und ihr müsst Leute finden, die das auch machen, weil das hat sonst keinen Zweck, weil wenn wir das nicht machen, wir und ihr, dann müssen wir noch 30 Jahre warten, bis die Leute weggestorben sind, bis endlich Leute auch in allen Gremien sitzen, die diese Computerspiele verstanden haben. Oder, das ist die einzige Alternative, die ich sehe, wir gehen hin und machen da wirklich mehr und Aufklärungsarbeit und auch sagen, wir wollen das. Wenn die CDU-Fraktion in Karlsruhe versucht, so eine LAN-Party zu verbieten, dann stützen die sich, ja, ich weiß nicht, auf was für Erkenntnisse die sich stützen. Das meiste scheinen mir Binsenweisheiten oder Stammtischparolen zu sein. Ich habe selber vor ein paar Monaten mal recherchiert, was es da an wirklich bewährtem, halbwegs validem Material gibt, und bin genau auf eine einzige Studie gestoßen, die ein paar US-Neurologen gemacht haben, die mittels Hautwiderstand und solchen Sachen gemessen haben, wie sich die Akzeptanz von Gewaltdarstellungen vor und nach Gewaltspielen verhält. Und selbst da habe ich nicht herausgefunden, ob das nur ein kurzfristiger oder ein langfristiger Effekt ist. Gibt es, weil du auch vor ungefähr einer Stunde schon mal sagtest, die Spieleforschung gäbe es, ja, gibt es da irgendwelche gesicherten Erkenntnisse, aus denen wir ableiten können, ob es gewalttätig macht, und falls ja, wie wir das verhindern können, dass es dann tatsächlich in eine reale Gewalt umschlägt? Generell erstmal würde ich ein amerikanisches Volk nicht mit dem deutschen vergleichen. Es gibt ja auch immer diese Äußerung, dass amerikanische Militär seine Soldaten damit unterrichtet, schult und die Tötungshemmnis runtersetzt. Und dann versucht man das zu adaptieren auf einen durchschnittlichen deutschen Jugendlichen. Ja, das macht man wirklich. Ja, das ist natürlich so an den Haaren herbeigezogen. Das geht einfach nicht.
Aber so Argumente bekommt man permanent zu hören. Ja, die sind natürlich jetzt auch in Karlsruhe wieder gefallen, kann ich ja sagen, weil ja einer von uns dabei war bei dieser Diskussion. So ist erstmal die Sicht der Dinge. Wir haben in Berlin ein ja, empirisch, wie ich finde, durchaus sehenswertes Projekt gehabt, wo über ein Jahr lang hinweg Schüler beobachtet wurden, die gewalthaltige Computerspiele spielen. Und wenn man sich das Ganze durchliest, ist es relativ kompliziert, insbesondere für mich als Laien. Es gibt aber vernünftige Zusammenfassungen davon. Dann kann man erkennen, dass auf einen deutschen Schüler gesehen, ist wie gesagt die einzige Studie, die mir jetzt da wirklich plausibel erscheint und die mir auch bekannt ist in der Form, dass ein Zusammenhang zwischen Gewalt und Computerspielen da ist, aber nicht in der Form, dass gewalthaltige Computerspiele gewalttätiger machen, sondern von Hause aus gewalttätige Jugendliche und Kinder eher zu gewalthaltigen Computerspielen greifen. So, aber das kann man natürlich relativ einfach vermengen und vermischen und genau das passiert. Ja, und damit haben wir dann zu kämpfen, um da wieder aufzuklären. Ja, und wir sehen ja, wie die Medien arbeiten. Wir haben jetzt nach Winnenden, ich weiß nicht, im dreistelligen Bereich Trittbrettfahrer gehabt. Hat sich einer mal die Medienberichterstattung angeguckt. Da wurde ja auch noch dem letzten 15-jährigen Traumatisierten ein Mikrofon ins Gesicht gehalten und gefragt, wie geht es ihm jetzt, wo doch 15 andere gestorben sind. Das muss nicht sein. Ja. Wir hatten in den USA einen großen Amoklauf und hat die Express aus Köln eine Doppelseite nur mit martialischen Fotos des Täters gehabt. Was soll das? Ich meine, das war 5000 Kilometer weg. Also, vielleicht mal kurz auf die Frage, es ist für Kontinentaleuropa, jetzt sage ich jetzt mal insgesamt gesprochen, gibt es da relativ wenig. Es gibt in Deutschland 3-4 Hochschulen, die ein bisschen intensiver dran forschen, sowohl aus dem psychologischen Bereich, aus dem soziologischen Bereich, als auch ein bisschen aus dem pädagogischen Bereich, was natürlich auch zum Teil zusammenfließt in bestimmten Bereichen. Ansonsten gibt es relativ wenig. Es gibt eine britische Studie, die geht. Es gibt, wie gesagt, es gibt einige amerikanische Studien und die ganzen Studien aus dem Hause von Christian Pfeiffer würde ich überhaupt nicht lesen. Der ist immer der, der immer in den ganzen Talkshows sitzt, der Leiter des Kriminologischen Instituts Niedersachsen, der mal quasi damit, glaube ich, sein Geld verdient, da die Talkshow-Gelder abzugreifen. Man sollte die doch mal lesen, die Studie, um dann rauszukriegen, dass der Herr Pfeiffer manchmal Ergebnisse zitiert, die in seiner Studie nicht als Ergebnisse drin standen. Das ist ganz spannend, weil dieses Kriminologische Forschungsinstitut macht richtig gute Forschung zu Computerspielen, nämlich auch teilweise, dass die nicht gewalttätig sind oder bestimmte Effekte hier und da nicht verstärken. Und es ist immer witzig zu sehen, was der Mann dann zitiert. Ich habe mich mit dem Pfeiffer auch schon mal eingehender befasst. Der hat ein paar ganz sehr, sehr interessante, sehr, sehr gute Ergebnisse. Das ist aber, wie Christoph schon sagte, immer genau das, was er nicht in den 30 Sekunden sagte, ihm das Mikrofon vor die Nase gehalten. Das ist wirklich sehr interessant. Also es ist wirklich so eine Doppelzüngigkeit. Generelle Problem ist aber, was jetzt nicht nur beim Bereich Computerspiele, sondern auch letztendlich bei vielen anderen Bereichen, gerade auch den neuen Medien, es fehlt halt Finanzierung für eine vernünftige Medienforschung in dem Bereich. Also ich sag. Kann der E-Sportbund das leisten? Ja, in vielen Bereichen fehlt natürlich dem E-Sport einfach die Lobby, um an die richtigen Leute auch heranzukommen. Wir müssen natürlich steter Tropfen erhöht den Stein machen. Letztlich wissen wir, dass es vielleicht dann nicht 30, sondern 25 Jahre dauert, ne, bis wir dann alles geschafft haben, aber auf die 5 Jahre legen wir es an. Im Prinzip versuchen wir natürlich aufzuklären, überall wo es geht, um genau dahin zu kommen, dass man erkennt, wie das Ganze wirkt. Und wir leben das ja auch vor. Und du hast eben auch schon von Studien gesprochen in der Soziologie. Wir arbeiten jetzt gerade mit der Soziologie Duisburg-Essen zusammen, die 6 Diplomarbeiten und 2 Doktorarbeiten über das Computerspielen mit unserer Hilfe schreibt, insbesondere auch natürlich über Spieler von uns. Also da wird es hoffentlich dann auch demnächst wieder was geben, was dann auch verlässlich ist, was dann auch von unserer Seite kommt, also wo die richtigen Leute auch mal befragt wurden, die sich nämlich damit auskennen. Und also wir haben ein großes Problem, weil, ich sag's mal so, der E-Sport finanziert sich, das ist ehrenamtliche Tätigkeit, du hast es eben schon mal gesagt, natürlich häufig durch Gelder, die von außen reinkommen. Das heißt, wir haben Sponsoren, die uns unterstützen.
Nur wie sieht es aktuell, lassen wir jetzt die Weltwirtschaftskrise einfach mal außen vor, wie sieht es aktuell aus bei dieser politischen Landschaft, die wir haben, bei dieser ja, Medienmeinung, die gemacht wird? Ich habe mit einer Weltfirma gesprochen, Weltfirma, ich sage jetzt nicht den Namen, aber wirklich Weltfirma, ihr kennt sie alle, bin ich mir sicher, die mir ganz klar gesagt hat, ja, ihr spielt ja auch Counter-Strike, habt ihr denn ein Team, was nicht in Deutschland spielt, weil dann können wir euch unterstützen. So sieht's aus. Ja, das heißt, ich bekomme keine Unterstützung, weil einfach hier eine Meinung gemacht wurde, die ein derart negatives Stigma, du hast ja eben darüber gesprochen, deine Schüler melden sich nicht, ja, weil sie Angst haben, hier als ja, potenzielle Amokläufer zu gelten oder was auch immer, aus welchen Gründen. Auf jeden Fall haben sie Angst, sich zu melden, und genau das ist auch an die Leute gegangen, die letztlich das Ganze, die wissen, dass sie Geld verdienen damit, mit den Jugendlichen. Die wollen die auch unterstützen. Ja, die wollen auch was zurückgeben, machen ja auch einige Firmen noch. Aber trotzdem haben viele Firmen und sagen, nee, ich muss hier einen Stecker ziehen, ich habe Angst. Für so geheimliche Dateispende. Ja, so muss ich das mal, also diese wir haben einige Wortmeldungen, wenn du vielleicht, oder? Da muss ich mir das aufschreiben. Fang mal an, ja, ja. Schon. Also ich muss ein bisschen zurückgreifen. Es kam mir eben der Vergleich mit der Kulturförderung, das ist da für Filme und was weiß ich, Kulturförderung gibt und dass da bei Computerspielen, also wenn was finanziert wird, dann sind es halt diese Serious Games, und ich glaube, der Tenor war ja eben relativ deutlich, dass die einfach scheiße sind. Ja, spielt keiner und sind auch so identdidaktisch und was weiß ich, das braucht kein Mensch. Aber was ich ein bisschen Problem ist, ist, ich glaube, es ist relativ klar, dass es also eine staatliche Förderung für Counter-Strike and the like braucht niemand. Also wird sich nicht für argumentieren lassen, finde ich, würde ich auch persönlich ganz beschissen finden, weil ich da keinen Wert drin sehe. Meine Frage ist ja, wo gibt es denn etwas, was denn förderungswürdig wäre? Wo gibt es denn etwas, was eben, was denn eben ein positives Image tatsächlich in so einem Maße verdient hat? Also ich sehe keinen Äquivalent im Computerspielmarkt zu dem, was weiß ich, Autorenkino, das war beispielsweise. Weil es dir nicht gefällt. Also weil ich finde zum Beispiel, dass Til Schweiger ein unglaublich schlechter Schauspieler ist und der kriegt Fördergelder ohne Ende. Nein, aber also, ja, es gibt Frage natürlich auch Geld, ist, wie verhandeln das wir es, Mist reingeht. Aber ich ja, muss noch eine zweite Sache sagen, glaube ich. Was mir nämlich auch ein bisschen problematisch ist, bei allen anderen Sachen kann man irgendwo über ja, das Unterhaltungstalks reden. Und dann gibt es diesen fließenden Übergang zu etwas, was wirklich einen höheren künstlerischen Ansatz irgendwie hat. Das ist, manchmal ist es eine recht offensichtliche Trennung, wie im Film, wo es einfach das gibt, wo die Leute hingehen und das, was irgendwie gefeiert wird von den Experten, was weiß ich. Also Lars von Trier schaut sich ja keine Ahnung. Also. Und ich sehe bei Computerspielen also überhaupt nicht so, dass es diesen Ansatz gibt, dass man etwas hat, was ja auch einen schrecklichen Inhalt haben kann. Also es gibt ja unheimlich gute Bücher mit Folter und Gewalt und Morden und Vergewaltigung und sowas, und die sind trotzdem als Kunstwerk dürfen die das. Und ich sehe das bei Computerspielen nicht, weil vielleicht auch die Distanz fehlt. Also Malte? Nur ganz kurzes Beispiel. Jetzt mal übertragen auf die Filmförderung, weil die sei jetzt mal die plakativste Art ist vielleicht von der Medienförderung. Stimmt, ich würde keine Förderung geben für einen Film wie X-Men. Das würde ich jetzt mal gleichsetzen mit Counter-Strike. Aber ich würde wie die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen vielleicht einen Film fördern wie den Bader-Meinhof-Komplex, der jetzt auch nicht Autorenkino ist, sondern schon für ein Massenpublikum und für ein internationales Publikum ausgelegt ist. Jetzt ist die Frage bloß, was für ein Spiel wäre was wie der Bader-Meinhof-Komplex, der sei jetzt mal schon für einen breiten Markt angelegt ist, der schon auch brutal zum Teil ist und Sexszenen drin hat und ich weiß nicht was alles, aber trotzdem relativ viel staatliche Förderung bekommen hat. Und ich glaube, wie gesagt, ich bin jetzt kein intensiver Spieler, dass es dafür schon ein Feld gibt, weil in Deutschland, sei jetzt mal wieder gesprochen, wo es ja wenn darum gehen würde, haben wir einfach bisher eine Produktionslandschaft,
Du hast wenige große Publisher, EA und so weiter, und du hast viele kleine Produktionsstudios, die es einfach nicht finanzieren können, mal eben so einen Prototypen zu produzieren, weil selbst eine Prototypenproduktion kostet 100.000 vielleicht mittlerweile. Und da reinzugehen und einfach zu schauen, wo sind denn Spiele, die in Zukunft vielleicht attraktiver sind, die vielleicht der Bader-Meinhof-Komplex sind und nicht mehr nur X-Men, Hellboy und ich weiß nicht was alles. Also ich glaube, dass wir da noch sehr früh dran sind und natürlich, dann wird es auch Autoren-Kinoproduktion für den Computerspielebereich geben, was dann vielleicht nur 1.000 Leute spielen. So what? Aber das ist ja, finde ich, der Ansatz bei Kulturförderung letztendlich, einen relativ breiten Markt abzudecken und halt nicht nur nach der klassischen kommerziellen Linie zu gehen. Und ich glaube, da sind schon Möglichkeiten da. Aber einen kurzen vielleicht. Als ich mit meiner Freundin aus dem Bader-Meinhof-Komplex rausgekommen bin aus dem Film, hatten wir Bock, irgendwas in die Luft zu jagen. Das heißt, das können wir jetzt nicht. Das heißt, dass dieser Film nicht zwingend förderungswürdig gewesen wäre. Es ist eben auch immer noch eine Frage, wer sich diesen Film anguckt und wie er darauf reagiert. Das, also nur weil möglicherweise sehr viele Leute Counter-Strike als gewaltverherrlichend ansehen, zu sagen, das ist dann nicht förderungswürdig, halte ich für den falschen Weg, weil es gibt genug Leute, die den Bader-Meinhof-Komplex als Anleitung zum Bombenbasteln ansehen und trotzdem ist er förderungswürdig. Vermutlich werden wir da ganz einfach noch ein paar Jahre diskutieren müssen, um auch auf der gleichen Augenhöhe zu diskutieren. Mal ganz kurz eine Frage an dich. Welche Computerspiele kennst du, die ein sehr starkes narratives Potenzial haben? Also narrativ heißt erzählendes Potenzial. Also man muss natürlich sagen, ich habe jetzt seit einigen Jahren nicht mehr gespielt. Also keine. Aber ja, ich glaube, also ich, was ich sehe... Und jetzt zähl mal bitte die Spiele auf. Einen Moment. Was ich sehe als Ansatz, wenn man sich zum Beispiel die Interviews mit den Machern von GTA durchliest, dann merkt man, dass da noch eine gewisse, dass dann auf einer gewissen Ebene eben der Ansatz besteht, auch wirklich Kultur zu verarbeiten. Und ich würde sagen, das gibt dem eine Qualität, wo ich sagen würde, da ist dieser Ansatz, der irgendwie mit diesem Kulturbegriff, wo man fördern könnte, zusammenhängt. Ich bin ja einerseits kein Experte, andererseits spiele ich nicht besonders viel, aber ich glaube, dass eben, ich sehe sehr, sehr einige Ansätze, aber sehr, sehr wenig, dass tatsächlich mal sowas gemacht würde. Und das Problem ist, glaube ich, auch wirklich, und da ändern die Computerspiele was, die Distanz. Weil, und ich glaube, das ist insbesondere wichtig, natürlich, wenn man mit Leuten spricht, die damit keine Erfahrung haben. Es ändert sich etwas dadurch, dass man ja selber zum Protagonisten wird als Spieler. Und da muss, glaube ich, dann schon, also ja, muss nochmal eine besondere Qualität hinzukommen, dass es eben nicht gewaltverherrlicht ist. Ja, aber um Schülern, ich muss immer wieder auf Schule zurückgehen, um Schülern die Idee von Erzähler zu machen, da lesen wir irgendwie kein Autorenkino, da lesen wir in der 6. Klasse Die Insel der blauen Delfine. Das ist so ein Kinderbuch, dessen dämlichen Inhalt ich hier in zwei Sätzen zusammenfassen könnte, aber es nicht machen werde. Und dann wissen die schon, was ein autorialer Erzähler ist, also ein allwissender Erzähler, der Dinge voraussagen kann. Da brauche ich kein Autorenkino für. Wenn wir schon, also ich möchte auch ein bisschen von dieser Ebene eines philosophischen Ästhetikseminars gerade hier mal wieder runterkommen. Wenn wir schon Geld für Forschung ausgeben wollen, dann möchte ich doch mal bitte bei dem Herrn in der Mitte ansetzen, weil der ist Familienvater und spielt Killerspiele. Wenn der sein Kind jetzt schlägt, weil er Counter-Strike-Spieler ist und der erklärt dann auch, dass man das machen soll, dass man kommt. Der veranstaltet noch mit anderen Eltern ein Kinderschlag-Vorbereitungsseminar. Ja, das ist es ja, das muss man sich ja so reinziehen. Ne? Um das Ganze mal kurz abzuwürgen, die Amokläufer bei uns sind Jugendliche im Alter zwischen 14 bis 18 Jahren, die soziale Probleme haben
Und wir haben keine gesicherten Studien darüber, ob da irgendein Zusammenhang mit Computerspielen besteht. Wir haben aber seit Jahren gesicherte Forschung darüber, dass wir Jugendliche männlich im Alter zwischen 14 bis 18 Jahre durch unser heutiges System unglaublich schädigen in ihrer Entwicklung, weil wir denen keine Chancen geben, sich zu verwirklichen. Also da müssten wir dann eher ansetzen und weg von diesen Computerspielen kommen. Ich würde immer wieder über Computerspiele mich unterhalten. Ja, also da möchte ich auch direkt jetzt, weil hier das Thema darauf kam, was es denn wirklich für Spiele gibt und die sich eventuell auch für einen Unterricht eignen, wo eben mehr drin stattfindet als Action und so. Und da möchte ich einfach mal konkret zum Beispiel sagen, Fable 2 ist jetzt eine große Produktion, wo es dann um Moral geht, wo Geschichten erzählt werden, wo eben auch solche Themen vermittelt werden, die eben auch wirklich künstlerisch wertvoll sind. Also jetzt nur mal als eins von vielen oder auch, wenn man jetzt mal ein deutsches Spiel, also wenn es jetzt um Förderung zum Beispiel geht, nehmen will, dann finde ich, sind auch eben Spiele wie Gothic oder so, also Rollenspiele, wo es ja auch darum geht, dass man einen bestimmten Charakter spielt, auch durchaus wert, eben als pädagogisch wertvoll wahrgenommen zu werden. Jetzt aber zu meiner ursprünglichen Frage eigentlich. Und zwar ist vorhin auch, wurde kurz erwähnt, dass auch bei den Grünen ja dann Politiker gibt, die mit Computerspielen eben nicht so viel anfangen können, die da eben auch so E-Sports-Veranstaltungen verbieten wollen. Mich würde mal interessieren, wie geht ihr da innerhalb der Partei damit um? Tut ihr irgendwie konkret was vielleicht, um das denen näher zu bringen? Die werden nicht bestraft. Schade. Da hilft meistens nur mit den Leuten gleich reden. Also als das mit Karlsruhe irgendwie, da habe ich es gemerkt, das hat mein Freund weitergeleitet, irgendwie vor Ort aus der Lokalpresse, und dann hatte ich auch schon direkt ein, zwei E-Mails bekommen, weil ja auch die Spieler-Community eine sehr aktive Community ist, und wenn man sofort in irgendein Forum reinschreibt, hier, schreibt doch mal bitte folgende fünf Politiker an, haben die auch meistens innerhalb von 12 Stunden 50 Mails, 200 Mails mit häufig den gleichen Fragen, mit häufig der gleichen Bestürzung. Und dann ist es eigentlich für mich immer der klare Weg anzurufen, mit den Leuten zu sprechen, wenn sie Fragen haben, ihnen nochmal was schriftlich zuzuschicken. A, wie verhalten wir uns auf Bundesebene dazu, weil das meistens regionale Themen sind. Wir hatten ja jetzt nicht nur Karlsruhe, wir hatten ja auch die Diskussion in Stuttgart, wo es ja eigentlich darum ging, ja die Intel Friday Night Games ja direkt Nachwinnenden zu haben, wo es dann ja abgesagt wurde und nach Karlsruhe verlegt wurde. Also sprich, irgendwie zieht die Diskussion halt auch mit um. Die Waffen... Messe hat stattgefunden in Nürnberg, ist halt auch größerer Exportbringer als die deutsche Spielewirtschaft. Nein. Die haben auch keine Lobby, also so Spieler. Wenn ich jetzt 16-jähriger Jugendlicher wäre, ich hätte das Internet verstanden, ich hätte Computerspiele verstanden, ich würde mich über E-Mail irgendwie mit meinen Freunden unterhalten, und da kommt so ein Politiker, der irgendwas über dieses Spiel erzählt, ohne es hier gespielt zu haben. Und ich höre einfach, der redet Bullshit, dem schreibe ich eine E-Mail, und wenn er nicht darauf reagiert, dann interessiere ich mich nicht weiter für den. Wir haben keine Lobby. Ne? Also. Doch, also dass die Spieler keine Lobby haben, würde ich widersprechen. Die sind verdammt aktiv, die sind verdammt mobilisierungsfähig im Vergleich zu anderen Bereichen, weil sie es einfach verstanden haben, wie kann man einen Abgeordneten oder einen hauptberuflichen Politiker echt auf auf den Sack gehen, so ungefähr. Wie kriegt man es hin, das Büro für ein, zwei Tage lahmzulegen, so ungefähr? Nämlich indem man anruft, Mail schreibt, Faxe schickt und so weiter. Aber wie gesagt, also wie gehen wir damit um? Wir reden mit den Leuten. Es gibt unterschiedliche Positionen natürlich. Ich glaube, würde ich eine Abstimmung bei den Grünen machen, sollte man Killerspiele verbieten. Jetzt mal so platt hergesagt, auch wenn niemand wüsste, was das dann eigentlich heißt, verbieten. Heißt das einfach komplett verbieten oder einfach nur Freigabe ab 18 bei jedem Spiel, wo du jemanden mit einer
Waffe umbringen kannst, so ungefähr. Keine Ahnung, würden vermutlich auch irgendwie 20% der Grünen zustimmen, logisch. Das ist ja auch letztendlich, also ich sag mal, eine Partei, und da glaube ich, geht es bei jeder Partei so, das ist halt auch ein gesellschaftliches Abbild, so ungefähr. Und würde man die Frage in der Gesellschaft stellen, glaube ich, wäre der Anteil sogar vielleicht sogar noch einen Tacken höher. Also aus dem Grunde will ich uns da auch gar nicht freireden, aber da hilft, wie gesagt, informieren, diskutieren, und vielleicht bleibt man nachher still und sagt, gut, da haben wir jetzt zwei unterschiedliche Positionen dazu, hat man sie halt. Aber was zum Beispiel auch ein Punkt ist, es ist Wahlkampf, kam ja vorhin schon das Wort der Simulation. Im Wahlkampf wird ja auch immer Partizipation wunderbar simuliert. Du bist wichtig, du hast die Kraft, du hast die Power, so ungefähr. Macht Veranstaltungen dazu. Also so kriegt ihr gerade Abgeordnete, kriegt ihr in den nächsten 4 Monaten, sobald ihr sie anfragt, die sagen euch zu, weil sie denken, cool, Zielgruppe, junge Wähler, yeah, brauchen wir. Und macht dazu Diskussionen. Schule, in Jugendzentren, ich weiß nicht was, kleine Diskussionen mit den örtlichen Kandidaten, größere als Verband, und versucht die Leute da an den Tisch zu kriegen und dem mal deutlich zu machen, dass halt bestimmte Abgeordnete von allen Parteien zum Teil Schwachsinn sagen. Hatten wir nicht versucht, von der Union Leute zu kriegen, Matthias? Von der Union, von der CSU, genau. Ja. Wir hatten probiert, die Familienministerin Bayerns zu bekommen. Genau. Hat nicht geklappt. Das heißt, abgesagt, wenn ihr sowas macht, verkauft es denen irgendwie anders, als wir das hier gemacht haben. Ja, vor allem, wir sind ja hier von der Bundeszentrale für politische Bildung, einem Organ des Bundesinnenministeriums, gefördert. Insofern war das schon sehr interessant, was wir für Absagen bekommen haben. Ganz gut. Vor der Frage noch, ihr müsst das ein bisschen hacken. Ja? Ist auch klar, ne? Wenn ihr jetzt in so eine Schule geht oder in einen Verein geht oder irgendwo hin und sagt, wir würden gern mal mit den Verantwortlichen im Verein, mit den Jugendtrainern, mit den Lehrern, mit den Eltern, mit Erwachsenen, mit irgendwem und den Schülern zusammen, mit den Jugendlichen zusammen Computerspiele spielen, und dann kommt die Antwort, ja, aber dann haben wir Counter-Strike und die Gewaltspiele, dann ist eure erste Reaktion natürlich, wer spielt denn die noch? Sondern ist den Leuten erstmal völlig Wind aus den Segeln genommen, und dann kann man sich darüber unterhalten, dass es 16.000 andere Titel auf dem Markt gibt, mal so einen Spieleabend machen. Man darf sich nicht immer auf diese, oh, es tut alles so weh, weil es sind so Gewaltspiele und so, bringt ja nichts. Ich möchte noch mal ein bisschen zeitversetzt jetzt auf die Behauptung antworten, dass Computerspiele nicht förderungswürdig wären, da halt nicht ausreichend kultureller Inhalt produziert wird. Und zwar haben wir hier in Köln eine recht bekannte Kunsthochschule für Medien. Da wird viel Kunst produziert und da werden immense Fördergelder reingepumpt. Also meine Mitbewohnerin hat gerade einen Kurzfilm für 64.000 Euro gemacht. Und ich kann aber auch sagen, dass wenn diese Fördergelder nicht da reinfließen würden, dann würde dieser große kulturelle Output einfach nicht passieren. Dann müssten die Leute sich nämlich auch Geld aus der Wirtschaft besorgen, und dann kann man nicht mehr so einfach Kunst machen. Also ich würde behaupten, wenn man in die Video, also an Leute, die Lust haben, Videospiele zu machen und da Kunst zu machen, wenn man diese Leute fördern würde, dann hätten die auch die Möglichkeit dazu, weil auch jemand, der ein Videospiel programmieren will, muss dabei essen, und ein bisschen Förderung wäre da wahrscheinlich nicht so schlecht. Vielleicht wärst du dann noch zufrieden. Darf ich da ganz kurz noch was zu sagen? Ja, stimmt eigentlich. Also zu dieser Förderungswürdigkeit, nehme ich mal so ein Harry Potter Spiel. Das ist so, wenn man sich in so einem Raum da befindet und hat gerade irgend so einen Schalter ausgelöst, der jetzt in Raum XY, der irgendwo anders ist, eine Aktion auslösen, auf den nächsten Schalter verweist, dann fährt die Kamera, die sonst entweder aus der Ego-Perspektive oder aus der Schulterperspektive ist, durch den Raum durch und zeigt quasi den Weg, wo man nachher hingehen muss. Das ist ein Phänomen eines allwissenden Erzählers, wie er umgesetzt wird über die Medien hinweg. Also dieses, was ist jetzt Hochliteratur und so? So fucking what? Ich meine, wir lesen heute Goethes Werther, weil das angeblich Hochliteratur ist. Das war damals Schundliteratur, die eine Generation von Jugendlichen 1780 in den Selbstmord getrieben hat. Das war damals scheiße und heute finden wir das toll. Also was letztendlich Bestand
aus einer Kulturepoche hat, das weiß man immer erst ein paar Jahre später. Deswegen soll man sich einfach mal unter den Gesichtspunkten von Ästhetik und von Machart und so bisherige Sachen angucken. Und da ist die Hälfte aller Computerspiele irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer förderungswürdig. Innovatives Spielprinzip, irgendwie bestimmte, die Erzählgeschichte da irgendwie so besonders eingebunden, man hast du nicht gesehen, besonders offenes Ende oder wie GTA, so ewige Spielwelt. Und also man muss da einfach nur mal weggehen von, es sieht aus wie Hochliteratur und es kommt dramatische Musik von einem Norweger und es kommen nur schlesische Schauspieler und es ist in Frankreich gedreht und es ist deshalb toll und Autorenkino, oder es ist, wir gucken einfach mal unter Kriterien, wie Kunst gemacht wird, uns bisherige Kunst an. Ich muss aber ganz auch ehrlich sagen, wer in Computerspielen die Autorenkinofilme nicht findet, der hat sich mit dem Medium einfach nicht beschäftigt. Also klang ja auch durch, du hast seit einem Jahr nicht gespielt. Ich meine, wer mal Flower gespielt hat, der sieht da ganz klar so das Äquivalent zu einem Rilke-Gedicht. Wer Braid mal gespielt hat, der hat da ein Narrativ was erlebt, was er sonst noch nirgends erlebt hat. Wer mal Experimental Gaming Projekte angeguckt hat, wie Marriage, der hat sich da auch mal Dinge, Konzepte erarbeitet, die er mit einem Buch auf keinen Fall haben kann, weil das interaktiv ist und man in das Spiel erst langsam reinfindet und gar nicht weiß, was passiert am Anfang. Also wer da zum Beispiel das IDF nicht kennt, das ist das Äquivalent zum Sundance Film Festival. Insofern, wer nichts findet, was förderungswert ist in Sachen Computerspiele, der kennt sich einfach nicht aus. Punkt. Richtig, das ist ein klassisches Problem von... Ja, bitte, jetzt... Das ist ein klassisches Problem von neuen Medien. Als der Film 1920 sich dann etabliert hatte als, oh Gott, wir werden nicht alle sterben, wenn wir die bewegten Bilder sehen und auch nicht kotzen, sondern wir haben jetzt dieses neue Medium, was hat man da gemacht? Man hat Theater abgefilmt. Ja? Das hat 60 Jahre gedauert, war 40 Jahre gedauert, bis in den 60er Jahren dann mit Hollywood mal richtig Kino gemacht wurde, weil die eigentlichen Merkmale eines Films eingesetzt wurden, nämlich Bewegung und lange Bilder und so. Wenn man sich Ben Hur anguckt, diese 4 Stunden, die heute kein Film... Hochschulschüler mehr ertragen kann, weil es einfach nicht mehr in die Rezeptionsgewohnheit von uns passt. Aber die haben damals irre schnelle Bewegungen dargestellt und zum ersten Mal wirklich mit dem Medium Film wirklich gearbeitet. Und das Medium Computerspiel, das kann man nicht nach Literaturkriterien verstehen. Das geht nur auf Interaktivität hin, weil das Neue ist und das Spezifische von diesem Medium ist. Und weiß ich nicht, da ist allein schon ein beachtenswertes Phänomen, wenn man mit so einem Gameboy da sitzt und so Lauf Mario, ne, und den so mitschickt und so und sich solche Sachen anguckt, wie das eigentlich zurückwirkt, auch auf die eigentliche Wahrnehmung von Welt und so. Also da gibt es genug, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber vorher ein bisschen das Problem ist, was ja bei den letzten beiden Statements, will ich es jetzt mal nennen, rauskam, wir sind da in Deutschland 5 Jahre zu spät letztendlich. Also 15. Ich sag mal, was die Frage angeht, Förderung, ist zum Beispiel Frankreich, die haben es verstanden, die haben halt sich gesagt, das ist da jetzt mal, ich glaube nicht mal aus einer kulturellen Perspektive, sondern rein wirtschaftspolitisch zu schauen, Branche, die wächst und die wächst kräftig und die ist krisensicher und da werden wir Spaß dran haben, so ungefähr, und haben einfach da rein investiert, als in Deutschland die mitteldeutsche Medienförderung, das ist so Sachsen, Thüringen, so, also jetzt nicht unbedingt die finanziell größte, damit angefangen hat, Prototypen zu unterstützen, mit relativ kleinen Beträgen auch, nur das war 2004, 2005 in Deutschland, dachte ich, ach Gott, was für ein Schwachsinn. Und jetzt mittlerweile ziehen einzeln nach, aber ich glaube, in Nordrhein-Westfalen gibt es bis heute keinen eigenen Fördertopf dafür. Also ich glaube, das Baden-Württemberg hat jetzt irgendwann mal angefangen. Bayern hat es wieder abgesagt, weil es ihnen dann doch zu heikel wurde wegen dieser ganzen Spielediskussion. Also es ist einfach ein Punkt, da haben die Länder vor allem, weil die es letztendlich vorantreiben müssten, einfach völlig verpennt. Und da findet relativ wenig statt. Was natürlich dann auch durchschlägt, dass es zum Beispiel im Bereich der Bildung, Fortbildung, Ausbildung relativ wenig Möglichkeiten gibt. Es werden erst mittlerweile nach und nach hier Professoren zu dem Thema eingerichtet. Das hat die Leute auch für bestimmte Sachen wie Game Design halt auch wirklich ausgebildet werden auf Hochschulniveau. Es gibt halt die 3-4
privaten Schulen, wo man halt das aber auch dann zum Teil selber finanzieren muss. Also ich glaube, da haben wir einfach, sag ich jetzt mal wirklich in Deutschland, den Zug hin quasi abfahren sehen und versuchen jetzt irgendwie drauf zu springen, indem wir hinter, indem wir es versuchen, da quasi dran zu laufen, so ungefähr, weil es mit relativ kleinen Schritten leider nur machen. Also Aspen Arset, auch so eine Ikone der Cybertext-Forschung, hat 1997 in seinem Buch Cybertext Perspective on Ergodic Literature geschrieben, dass eines der großen Probleme der Zukunft sein wird, in Bibliotheken, was ich eben schon mal angerissen habe, so die alten Computer aufzutreiben, um die Spiele noch spielen zu können. Der hat 2006 hier in Köln auf der Veranstaltung Clash of Realities, so eine Gamer-Konferenz, also Gaming-Konferenz, hat er davon nicht mehr gesprochen, weil das bei denen völlig klar ist. Der hatte verkündet, dass es jetzt in Amerika drei neue Forschungszweige komplett dazu gibt. Nicht irgendwelche Studienfächer, sondern Forschungszweige mit Professuren und hast du nicht gesehen. Game Studies und sonstige Sachen. Und das aktuellste Lehrwerk, was ich gefunden habe, was aus der Hochschulforschung zurück in die Schule verweist, ist von 2007 und da steht drin, dass, und das ist jetzt kein Scheiß, dass Star Office 5 ein Textverarbeitungsprogramm ist und dass es sicherlich auch Computerspiele gibt, aber da noch nichts zu. Also Hallo? Damit haben wir in Deutschland zurzeit noch zu kämpfen. Ich würde noch gerne mal ein anderes Thema ansprechen. Also du hast ja vorhin gesagt, dass wir keine Lobby haben. Ja, und das sehe ich ungefähr ähnlich. Weil wenn ich mir irgendwelche Diskussionen also im Fernsehen angucke, dann sitzen da irgendwie drei Politiker, dann vielleicht noch der eine vom Bundeskriminalamt und dann irgendeiner, also ein vielleicht 18-jähriger Gamer, der sowas noch nie gemacht hat, noch nie in der Öffentlichkeit stand und natürlich von den Argumentationen und alles nicht das mit Politikern aufnehmen kann. Die, yeah, I did it for the Lulz. Die also ja. Schon das ein Leben lang machen halt und den dann in Grund und Boden reden. Da würde ich euch halt fragen, wie ihr das seht. Das Problem ist ja auch, dieser Gamer, der hat einfach keine Chance. Also die anderen können populistische Themen aufmachen und sagen, ja, das macht Gewalt und so. Und die stehen da mit ihrer, ich stehe für die Partei und ich habe so eine Glaubwürdigkeit mir erarbeitet in meinen letzten 40 Jahren Berufsleben. Und er ist alles, selbst wenn er den aktuellen Forschungsstand komplett im Blick hätte, könnte er sagen, wir haben da keine Ergebnisse zu. Und bräuchten wir da nicht mal ein Institut oder irgendwelche Leute, die da jemanden hinschicken würden? Also ich würde davor warnen. Weil die Frage ist ja zumindest, nehme ich es so wahr, selbst bei Parteikolleginnen, wenn ich es mal so bezeichnen darf, ich glaube, auf einen Großteil der Bevölkerung wirkt der 18-jährige Gamer trotzdem deutlich sympathischer als der Berufspolitiker, der ihn da versucht, platt zu reden, so ungefähr. Und meint, ja, Junge, werd erstmal alt, so ungefähr. Ja, aber sobald er zum Beispiel ein falsches Wort in den Mund nimmt, wie Gewalt, oder es macht also Spaß, Gewalt auszuüben, da ist er dann schon weg. Und das macht er sich halt nicht vorher klar und dann aber wird er da einfach runtergeputzt. Also ich würde davor warnen, sich irgendwie die drei, vier Fernsehfiguren aus der Spielerszene zu holen, die letztendlich nach Schema versuchen, in solchen Diskussionen zu stehen und irgendwie da als allglatt zu wirken. Ich glaube, dass zum Teil... Es muss ja nicht allglatt sein, aber vielleicht irgendjemand, der halt auch mal andere Studien rezitieren kann. Ja, das Problem ist, diese... Haben wir ja. Ja, also, in den Medien ist das immer durch diese Gewaltfrage bestimmt und deswegen, Gewalt macht Spaß. Ja. Es gibt institutionalisierte und akzeptierte Gewalt und die nennen wir Sport. Also ist einfach generell das Problem. In den Medien da irgendwie so rummachen und bei Politikern rummachen, das ist vielleicht ehrenwert, aber das bringt uns nicht weiter. Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Selbst, wir müssen nicht irgendwelche Gamer da hinschicken, die irgendwelche Politiker in Fernsehsendungen überzeugen und irgendwelche Wahlergebnisse hochtreiben, wenn die nicht mal zu Hause ihren eigenen Eltern verklickert kriegen, dass die mit denen spielen sollen. Wir brauchen solche Sachen, wie ihr das macht. Wir brauchen Leute, die sich hinstellen, wir haben es verstanden, wir haben die Infrastruktur, wir haben das Geld, kommt einfach und macht es. Ja, aber du forderst hier auch immer auf, dass die Leute was machen sollen, aber an jemanden, den sie sich wenden können, sagst du nicht. Also ich trenne zum Beispiel den Spielraum aus Erfurt, da kann man sich hinwenden. Die machen zum Beispiel mädchenpädagogische LANs, nicht Spielraum. Spawnpoint ist aus Erfurt und Spielraum ist hier in Köln. Und
wenn da irgendjemand was machen will, muss er sich halt an die wenden, aber gar nicht, du nennst überhaupt niemanden, den man ansprechen könnte oder so. Ja, ich spreche mal euch an und ihr müsst machen. Ja, aber ein bisschen Hilfe wäre schon hilfreich. Kann ich auch noch einen Satz dazu sagen? Sendung Maybrit Illner, Ende März war die, ich weiß nicht, hast du darauf angespielt? Ihr habt die Sendung natürlich gesehen, ich weiß nicht, habe ich eben schon mal erwähnt, eigentlich war ich ja eingeladen zu dieser Sendung. War jetzt ein Innenminister anwesend und ich als Polizeibeamter kann mich einfach nicht mal eben ins Fernsehen stellen und mit dem Innenminister streiten. Deswegen haben wir unseren, Jüngsten geschickt, den wir hatten, um gerade so die Sympathiewerte so ein bisschen hochzutreiben. Da war der Kilian Ricken, der ist 23, der da war. Der hat natürlich weniger Erfahrung gehabt. Aber ich kann ja sagen, wie das Ganze gelaufen ist. Die Sendung war, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube donnerstags. Ja. Dienstags ging bei mir das Telefon, sagte man mir über zwei Ecken, gleich ruft dich jemand an vom ZDF, ob ihr da hingehen könnt. Dienstags. So. Dann haben wir erstmal geguckt, wer da überhaupt Zeit hat. Kilian war dann der Einzige, der Arme. Ja. Hat sich das aber auch zugetraut. Der ist auch durchaus vernünftiger, muss ich schon sagen. Und ist auch nicht auf den Mund gefallen. Nichtsdestotrotz vergisst man immer eine dritte Partei dabei. Das sind ja nicht nur die Computerspieler, die sich dann mit den Politikern streiten oder wie auch immer, sondern da ist auch das ZDF, also ja, die Medien sind auch da. So, das heißt, die Selektion der Inhalte kann ja schon vorher relativ gut stattfinden, indem ich nämlich drei davon einlade und einen davon einlade. Ja, dann habe ich eine Dreiviertelstunde, wo dann diskutiert wird und Kilian Ricken dann in den letzten 10 Minuten reinkommt, wo man über Counter-Strike sprechen will, so hat man mir es ja vorher gesagt, aber vorher erstmal Resident Evil 5 und ich weiß nicht, was das andere Spiel war, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, erstmal zeigt, ja, brandaktuelle Spiele, Resident Evil war, glaube ich, eine Woche später erst auf dem Markt, die natürlich grafisch mit Counter-Strike nicht ganz zu vergleichen sind. Ja, da brauchen wir ja nicht drüber reden. So, und dann versucht man da den Bogen zu kriegen und vernünftig darüber zu diskutieren. Da sieht man doch schon, wie die Medien hier auch eine schwere Last tragen, ja, der sie nicht gerecht werden. Ne? So, das heißt, das war von vornherein nicht zu gewinnen. Und wie die Medien arbeiten, haben wir gesehen, kurz nach dem Amoklauf, ich weiß nicht, wie auf NTV die Sendung gesehen hat, wo sie dann Counter-Strike gezeigt haben, mal den Leuten in bewegten Bildern. Was haben sie gezeigt? Counter-Strike Source, ja, also überhaupt nicht Counter-Strike 1.6, das Mainstream-Spiel, sondern das wesentlich neuere und grafisch natürlich auch opulentere Counter-Strike Source mit einer Blut-Mod, die ich noch nicht mal kannte. Ja, und ich kenne wirklich viel an Computerspielen. Die kannte ich nicht. Also, das war unglaublich. Natürlich sind die da geplatzt und die Wände waren alle feuerrot, ne, vor Blut. Ja, logisch, dass die Leute dann denken, nee, das muss verboten werden. Ja, dass sich damit die Kinder gar nicht beschäftigen, merkt dann keiner. Ja, das Problem der Medien ist, da könnte ich als Medienvertreter dann vielleicht zum Schluss, weil wir müssen jetzt zum Ende kommen, auch noch den einen oder anderen Satz zu sagen. Zum einen hast du natürlich das Problem, if it bleeds, it leads. Das heißt, wenn ich eine möglichst blutige Blutmod zeigen kann, dann zeige ich die möglichst blutige Blutmod, damit es einfach richtig knallt, ne, weil ich Aufmerksamkeit haben will. Und Aufmerksamkeit kriege ich nur, wenn es sehr laut, sehr hell oder sehr schrill ist. Und dann gibt es noch ein weitaus größeres Problem, zumindest in dem Bereich, in dem ich mich bewege. Also ich mache seit 17 Jahren was mit Medien, die letzten 10 Jahre Hörfunk in diversen Redaktionen. Und ich habe festgestellt, dass das Problem ist, dass da Redakteure, Medienmacher, sage ich mal, arbeiten, die die Welt, die sie einzuordnen versuchen, längst nicht mehr verstehen. Und darum auf Rezepte zurückgreifen, im Grunde, die vielleicht vor 20 Jahren mal Gültigkeit hatten, als die didaktischen Konzepte in den Journalistenschulen geschrieben wurden oder so. Ich weiß nicht, wie es bei euch bei FM4 aussieht in Österreich. Ich vermute mal ähnlich. Also ich habe vorhin schon bei FM4 selbst gibt es im ORF insgesamt. Also ich tingle durch so verschiedene ARD-Stationen. Habe mit dem ZDF schon zu tun gehabt und ich beobachte immer wieder dasselbe. Also es sind Leute, die sind zum Teil mehr als 15 Jahre jünger als ich, von denen würde ich eigentlich erwarten, dass sie mir die Welt erklären, denen erkläre ich die Welt. Das heißt, wenn ihr wollt, dass die Medien anders berichten, dass die Medien anfangen, die Welt zu verstehen, die sie euch präsentieren, dann müsst ihr in die Medien gehen. Das heißt, ihr müsstet euch wirklich aufmachen und versuchen, da irgendwie einen Job zu kriegen, um das System von innen aufzuräumen, weil von außen wird es nicht funktionieren, dazu herrscht viel zu viel Arroganz. Infiltrieren. Es herrscht viel zu viel Arroganz bei den, ich sage mal, klassischen Journalisten. Es gibt immer mal wieder den einen oder anderen, der sehr aufgeschlossen ist, mit dem man auch reden kann, der auch versucht, einen ausgewogenen Bericht zu machen. Aber das ist leider Gottes die Minderheit. Und das Einfachste ist tatsächlich, in die Medien zu gehen, denn
die paar, die verstanden haben, dass ihr wichtig seid, um die Welt erklären zu können, also um den Job, dass sie euch brauchen, um ihren Job ordentlich zu machen, die würden euch mit Kusshand einstellen. Hauptsache, ihr habt das Internet verstanden und könnt fehlerfrei sprechen. Ja, wenn ihr das Internet verstanden habt, wenn ihr also einen Inhalt aus dem Internet in den Hörfunk bringen könnt oder einen Inhalt aus dem Hörfunk ins Internet bringen könnt, idealerweise beides, hätte ich sofort einen Job für euch in Berlin. Ja? Dich wollen die nicht, nein, du bist zu alt. Da haben sie wieder ein Problem. Nein, Christoph, nein, Christoph. Nein, Christoph, jetzt ist Schluss. Also ne, 20 Jahre alt, Hörfunk verstanden, Internet verstanden, ich habe einen Job für euch bei meinem Chef in Berlin. Hallo Wetterfrosch. Damit beenden wir das konfliktfreiste Podium, auf dem ich je in meinem Leben gesessen habe, mit der Erkenntnis, dass wir einfach 20 Jahre lang warten, dann wird sich das Problem von alleine gelöst haben und währenddessen schimpfen wir auf die Medien. Nein, Christoph, jetzt ist es vorbei. Ich bedanke mich bei Christoph Brüning. Wenn ihr von ihm noch was hören wollt, steht sicherlich draußen dann noch Rede und Antwort. Vielen Dank, Frank Pinter, und vielen Dank, Malte Spitz.